Kreative Augenblicke, der Podcast mit Fotografen für Fotografen und für diejenigen, die Spaß am Fotografieren haben, mit Marc Kandeln. Also der Achim hat heute einen Salat gegessen. Und mittlerweile schlägt der Salat ganz schön Schwellen hier. Mensch. Salat und Eis. Lecker, Schmecker. Ich esse gerade hier so einen Riegel. Einfach mit Frost, Cranberry und Cashewcreme. Kann man schön schmatzen. So. So muss ich aussehen. Ja. Aber hier stimmt hier was nicht. Ja, das sieht so aus, ja. Komisch. Dabei steht auf dem Kabel Professional. Ja. Das sind echt scheiß Kabel. Damit habe ich Probleme gehabt, als ich mit Kevin Look rausgefahren bin in der Mittagspause schnell. Und da war ein bisschen Wind gewesen. Und es hat hier dann so ein bisschen so, nur ein bisschen vibriert. Und es hat voll so. Das kann halt wahr sein, ja. Was ist denn das für ein Kabel? Naja, so. Herzlich willkommen heute bei Auditive Augenblicke. Ich befinde mich heute in Mainz bei einem Künstler. Ich möchte ihn so nennen, weil er in einer Galerie derzeit eine Ausstellung hat. In Quadrat Mainz, Kunstquadrat heißt das so? Ne, die Galerie heißt Mainzer Kunstgalerie. Ach, Mainzer Kunstgalerie. Macht ja Sinn. Ist ja Kunst, Galerie, ist meins. Deswegen passt ganz gut zusammen. Ja, wen habe ich heute hier zu Gast? Bin dementsprechend nach Mainz gefahren, um genau mir auch erstmal seine Bilder anzuschauen, um so einen Eindruck zu bekommen, mal weg von Instagram, sondern wirklich auf Papier, auf Acryl, auf in Rahmen, rahmenlos, auf ganz vielen verschiedenen Themen, wo die Bilder vom Achim Katzberg aus Mainz, nämlich deine Ausstellung hier, was sein Portfolio zeigt. Der Kontakt kam in der Tat zustande von Urban, GT Urban, so heißt das, glaube ich, genau. Und der hatte mir gesagt, das war die vorletzte Folge, den musst du unbedingt kontaktieren, der macht so super, super Bilder. Und ich kann dir, Sebastian, nur recht geben. Das ist in der Tat so. Also ich habe es jetzt hier live gesehen. Die Bilder sind super, super schön. Und da sieht man auch, dass jemand ein Auge dafür hat. Achim, vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank für die Einladung hier in die Galerie. Ich freue mich sehr, dass wir uns hier begegnen. Hier liegt auch noch eine Kamera. Eine AE1 Canon. Ne? Schön altes Teil. Damit mache ich schon ein paar Bilder. Und den Rest habt ihr ja schon gesehen. Sprich die Galerie. In der Story von mir. Achim, fangen wir mal damit an. So der klassische Weg. Wie kommst du, dass du eigentlich fotografierst? Ja, erstmal nochmal ganz kurz, Marc, danke dir für die Einladung zum Podcast. Ah, natürlich, sehr gerne. Sehr höflich. Ja. Wie komme ich dazu, dass ich fotografiere? Ja, eigentlich schon fast so der Klassiker, ne? Also irgendwann in meiner Jugend die erste Spiegelreflex, übrigens eine Canon AE1, so wie sie hier auf dem Tisch liegt. Habe ich gewusst, deswegen habe ich es mitgebracht. Ich glaube sogar 50 mm. Nee, weil ich hatte sogar das 1,4er, sehe ich gerade. Das ist nur das 1,8er. Das ist nur 1,8er. Ja. Das ist das, wie heißt das immer, wenn du sowas kaufst, dann so 1,8er ist dann so die nicht Kombo, aber das ist ja dann so der Klassiker, ne? Aber wobei 1,8 ja schon ganz nett ist, aber 1,4 ist natürlich super. Ja, auf jeden Fall hatte ich dann Kamera und auch einiges an Equipment dazu gekauft. Und irgendwann fing ich dann auch mit Schwarz-Weiß-Labor mit einem Freund zusammen. Also sprich, ich weiß, warum es in Lightroom irgendwie von Abwedeln oder Nachbelichten oder was auch immer heißt. Toll. Das hilft ungemein und ich finde es total witzig, dass die digitalen Tools die alten analogen Begrifflichkeiten weiterverwenden, weil de facto ist es ja schwer irgendwie nachzuvollziehen, warum heißt das jetzt Abwedeln oder so.
Das, wenn man das mal selber gemacht hat, ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Ja, da habe ich super viel fotografiert, teilweise Okay. Dinge, wo der ein oder andere die Köpfe geschüttelt hat, warum der Katzberg jetzt nur Füße fotografiert oder dies oder das. Also war dir schon direkt bewusst gewesen. Von wann reden wir denn? Wann war das denn circa gewesen? Da war ich 15, ich bin jetzt, Okay. ich werde jetzt 56, also schon ein paar Jährchen her. Ja, bisschen. Bisschen. Ja. Aber Aber mit 15 schon, ja. Das ja. ist ja nicht üblich unbedingt, dass man mit 15 an so eine Kamera kommt und Das ist wohl dann wahr, ja. loslegt, ja. Ja, und seitdem fotografiere ich. Ich habe zwischendurch mal ein bisschen eine Pause gehabt, weil es einfach Ja. irgendwie die Zeit nicht da war. Und seit 2009 fotografiere ich auch gewerblich. Also Okay. sprich, ich bin zwischenzeitlich tatsächlich als Berufsfotograf unterwegs, Wow. fotografiere Hochzeiten, Firmenevents, Okay. aber so mein Herz schlägt eigentlich für die künstlerische Okay. Straßenfotografie und das ist das, was du hier auch in der Ausstellung Okay. siehst. War das von Anfang an dann schon klar gewesen, also irgendwann zwischen 15 und 20, dass du dann eher, also jetzt nicht jetzt vielleicht dann da vielleicht Geburtstage fotografiert hast oder irgendwie damit dabei warst oder irgendwie im Urlaub natürlich dann, dass man dort Bilder macht, aber hast du immer gemerkt, dass du ein Faible hast für diese Street Art Fotografie? Nee, also die Street-Fotografie, das muss ich sagen, das ist sogar mir erst bewusst geworden, so ja, ungefähr vor 10, 11 Jahren. Ich glaube, es war 2009 oder 2010. Da war ich auf einem Workshop mit Sebastian Schmidt, einem Street-Fotograf aus Berlin. Und da habe ich erst mal gelernt, was Street-Fotografie überhaupt ist. Willst du es nochmal erläutern, was das genau ist? Ja, würd ich schon gerne machen. Ja. De facto gibt es auch keine feste Definition, was Streetfotografie ist. Es ist am Ende sind es ungestellte Alltagssituationen. Es sind Situationen aus dem Alltag. Was mir nicht bewusst war, als ich zu dem Workshop ging, war zum Beispiel, dass ich durchaus schon Streetfotos gemacht habe, im Urlaub, in mediterranen Ländern, die alten Herrschaften, die rund um den Dorfbrunnen oder am Baum, in der Dorfmitte, drumherum sitzen und klönen. Da hat man sich das irgendwie ohnehin getraut oder habe ich mich's auch getraut. Aber weißt du noch, wenn ich kurz unterbreche, ob denn das, was du damals fotografiert hast, ob da auch dann schon der Sinn dahinter war, diese Menschen da zu fotografieren, oder war es da eher dann nur einfach der Brunnen gewesen und die Menschen waren einfach da? Nee, da ging es mir schon um die Menschen, da ging es mir Okay. schon um die Situation. Na super. Und das sind auch Fotos im öffentlichen oder halböffentlichen Raum. Also Street heißt nicht, dass das auf der Straße passieren muss. Das kann auch in einem Café oder in einem Museum passieren. Aber ein wichtiges Merkmal ist eigentlich, dass es nicht inszenierte Fotografie ist. Genau. Da wollen wir auch Wert drauf legen, ne? Ja, Also nichts das. reinkopiert, weil es schöner aussehen würde oder weil es irgendeine Situation ergibt, wie aber eigentlich gar nicht ja vor Ort war. So ist es. Also klar gibt es da immer wieder Bilder von irgendwelchen Fotografen. Bresson ist eigentlich einer derjenigen, der immer wieder im Zuge von Streetfotografie, in den Ursprüngen der Streetfotografie genannt wird. Ja. Und das sind dann immer so Zeiten und aus der Zeit heraus kommt auch der Mythos, dass Streetfotografie muss schwarz-weiß. Ja. Ich bin ja so derjenige, der völlig so gegen diese dogmatischen Ansätze kommt. Und wenn man Ja. weiß, warum das im Zusammenhang mit Bresson schwarz-weiß war, dann weiß man auch, dass es zu der Zeit eben nur Schwarz-Weiß-Fotografie gab. Ja. Aber Bresson gibt es zum Beispiel auch ein sehr bekanntes Bild mit einem liebenden oder küssenden Pärchen. Ich glaube, vor so einem Brunnen, wenn ich mich richtig erinnere. Da sagt man mittlerweile, dass das ein inszeniertes Bild Ach, sei. guck Also mal ja, also es an. gibt es halt auch immer mal wieder, ja, Schlawiner. genau. Ja. Ja, aber genau, das ist ja, damals gab es halt nur irgendwie Schwarz-Weiß, ja, So ist es. und heute gibt es die Möglichkeiten der Farbe und sehe ja hier auch einige Bilder, die gerade in Farbe auch wirken, auch jetzt hier mit dem Yellow oder mit dem Gelb. Das ist ja auch dann irgendwie, dass man dort ja, so ein Dach hat, ne, mit einer Idee und darunter kommen dann dementsprechend dann diese Bilder so zusammen. Das kann man ja mit allen Farben machen oder ist es Yellow so oder dieses Gelb?
typisch. Nee, witzigerweise war das so eine Geschichte, dass ich mal irgendwo, ich weiß nicht, ob es auf Instagram oder in Lightroom in einer Ansicht, in der Rasteransicht, ist mir aufgefallen, dass ich relativ viele Bilder dabei habe mit der Farbe Gelb, ach so, in denen die Farbe Gelb eine Rolle gespielt hat. Das heißt, es ist noch nicht immer eine Serie, die über die Idee der Serie entstanden ist. Sie lebt jetzt darüber weiter. Also wenn ich heute irgendwo was Gelbes sehe, dann fotografiere ich das dann auch eher mit dem Hintergedanken, das passt in die Serie rein. Mhm. Aber die Ursprungsidee ist tatsächlich so rum entstanden, dass ich das über die Rasteransicht gesehen habe. Okay. Eine ähnliche Geschichte habe ich mit einer ganz anderen Geschichte, Männer mit Bärten. Ah ja. Wir waren in Urlaub zum Segeln, also als Mitsegler bei so einem Turn. Es gibt ja so einige Turns, wo man sich aufbuchen kann. Ja. Und, Norwegen oder so? Weißt du sowas? Kroatien. Kroatien, ah okay, sowas. Ja, ja. Und wir lagen abends in einem Hafen und dann fing auf einmal auf einem Boot ein, ich sag jetzt mal Paul Potts für Arme, an ein Liedchen zu trällern. Das war super schön, das war richtig gut. Und plötzlich fing es auf einem anderen Boot an, dann klampfte einer mit der Gitarre rum. Ach ja. Und so ging das dann von Boot zu Boot irgendwie und wir fühlten uns genötigt, auch ein Lied zu singen. Und plötzlich kam dann von, ich glaube, Santiago oder sowas, ich weiß nicht, ob es von denen, nee, ich glaube, die Ärzte haben das auch, Männer mit Bärten. Ah ja, genau. So, ho, 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 ho. Ja. Alle, die mit uns segeln wollen, müssen Männer mit Bärten sein. Ach, oder komm, sowas. Okay. Ja, cool. Und das war dann den Rest des Urlaubs so unser Lied, was wir dann auch immer, wenn man irgendwo, auf einmal fing einer an, das Lied anzustimmen. Und das Schöne ist bei dem Lied, da kann jeder irgendwie mitmachen. Der eine macht halt nur so das Background-Gebrummel und der andere singt die Stimme. Und es war irgendwie für jeden was dabei. Und über diese Geschichte, jetzt kommen wir wieder zur Fotografie zurück, sagte einer, Mensch, das wäre doch auch mal eine Idee für eine Serie. Mhm. Da sage ich, du, genau genommen kann ich dir die Serie zusammenstellen, die habe ich. Okay. Ich habe etliche Street-Fotos mit Männern mit Bärten. Okay. Aber auch wieder Zufall, ne? Ja, ja, klar. Also Zufall im Sinne von, habe ich jetzt nicht als Serie irgendwie initiiert, sondern über den Gedanken, Mensch, da könnte ich einiges an Material haben und habe das dann zusammengestellt, habe das Bild dahinter, das Lied dahinter gelegt und habe das dann an die Crew weiterverteilt und die haben heute noch ihren Spaß dran. Cool. Ja. Sehr schön. Ja, ja, klar. Aber das finde ich das Witzige, dass halt dann durch diese Zufälle und dann durch so ein Raster auf einmal dann erkennst du, dass irgendwie so Farben sich wiederholen oder Männer mit Bärten und irgendwie das und daraus dann irgendwie so ein eigenes Kapitel damit zu machen. Ja, ja. Und ich muss auch sagen, ich habe einige Bilder bei mir, die funktionieren, würde ich sagen, in beiden, sowohl als Farbbild als auch als Schwarz-Weiß-Bild. Meistens entscheide ich mich persönlich eben für die eine oder die andere Variante. Mhm. Bei manchen Bildern sage ich, naja, je nachdem, in welchem Kontext ich sie zeige und wenn es dann alles schwarz-weiß ist, dann kommt halt die Schwarz-Weiß-Variante dazu. Okay. Aber es gibt Bilder, die funktionieren für mich eben nur in Schwarz-Weiß oder nur in Farbe. Das ist, ist das auch dann, wenn du jetzt rausgehst und hast jetzt eine Idee, oder gibt's, würdest du sagen, als Beispiel, New York ist schwarz-weiß, Barcelona ist bunt? Nee, würde ich so nicht sagen. Okay. Also du würdest gar nicht so dann das so fixieren. Das heißt, wenn du rausgehst, siehst du es dann schon in Schwarz-Weiß, was du machen willst? Ich habe eine Zeit lang tatsächlich mir die Display-Ansicht auf Schwarz-Weiß eingestellt. Das heißt, RAW gespeichert, aber die JPEG-Bearbeitung quasi in Schwarz-Weiß, um direkt einen Schwarz-Weiß-Eindruck zu haben. Mhm. Bin aber dann relativ schnell wieder davon weggekommen. Ich entscheide das hinterher am Rechner, ob das in Schwarz-Weiß oder ein Farbbild ist. Okay. Jetzt haben wir ja in meinem Podcast ja sehr viele so Fashion-Portrait-People-Fotografie. Kannst du mal so einen Ablauf mal darstellen, was dann, wie so eine Idee, so diese Street-Fotografie, wie die so wächst und wann man das, wie man das plant und wie man da rausgeht auf die Straße und wie viel Zeit man braucht, um vielleicht ein Bild zu gestalten? Hat man da schon Vorbilder, wo man weiß, wo man hingeht oder wie ist denn so der Prozess? Also Prozess in dem Sinne gibt es eigentlich nicht. Es ist so, dass es durchaus Fotografen gibt, die mit
bestimmten Triggerpunkten auf die Straße gehen. Das ist im Prinzip tatsächlich nichts anderes wie Serien fotografieren und mehrere Serien parallel fotografieren. Der Siegfried Hansen ist bekannt für seine Eistüte. Das heißt, Eistüte, wie man sie vor Eisdielen sieht, die fotografiert er im Moment hoch und runter und hofft dann aber in dem Zuge des Eistütenfotografierens auch irgendwann die Knallersituation dann mit einer Eistüte drauf zu erwischen. Und so kannst du das natürlich mit vielen Sachen machen. Ich gehe, und bei mir gibt es auch zweierlei Street-Fotos. Das eine ist irgendwo bei einem Walk durch eine Stadt spontan etwas sehen und das Spontane möglichst gut festhalten. Und das andere ist tatsächlich das Entdecken einer Kulisse, einer Bühne, einer Architektur. Meine Bilder sind ja doch sehr häufig sehr grafisch, sehr minimalistisch. Und ich richte mich dann da irgendwie ein und sage, jetzt warte ich, dass mir da auch der passende Protagonist ins Bild läuft. Okay. Und im Zuge dieser Architekturgeschichte ist es schon so, wenn ich mal in den letzten Jahren mir ein Wochenende gegönnt habe, wo ich 4, 5, 6 Tage in eine Stadt gefahren bin, dass ich mich vorher schon ein bisschen schlau mache, was gibt es denn da an spannender Architektur, wo kannst du denn hinfahren? Über Google mal Architektur Lissabon angeguckt oder moderne Architektur Lissabon angeguckt, dann ist das nicht ganz so willkürlich, also in so einer Megastadt, Megametropole, es dem Zufall überlassen, komplett dem Zufall überlassen, die passende Location, dass du die passende Location, an der passenden Location vorbeikommst. Ja. Mir sind so schon dann die Füße wund nach 15, 20 Kilometern am Tag, die ich Das ist viel, zu Fuß. Ist ja wie auf dem Jakobsweg. Oder? Ja, also es macht ja auch Spaß und unterwegs siehst du dann halt auch die spontanen Sachen, wobei auch die Locations, die ich dann vorher schon über, ich nenne es jetzt mal Location Scouting, mir ausgeguckt habe. Machst du dir einen Plan da mit Google, wie so ein Street Finder, wo du weißt dann, okay, da muss ich dahin? Nicht wirklich einen festen Plan, weil das Planen, es kommt eh anders, als du denkst. Naja, das klar. Ist am Ende des Tages. Kommst du dann an eine Location, dann ist da ein Bauzaun oder ein Gerüst vorne dran, dann kannst du die Location schon mal knicken. Bei der nächsten Location, die wirkt eigentlich nur mit Sonne oder Paris, La Défense. La Défense kennen die Architekturliebhaber eigentlich fast alle, weil es da echt auf einer Magistralen super viele moderne Architekturgebäude gibt, tolle, interessante Fassaden. Ja, ich bin da samstags hin. Ist per se ja nicht schlecht, wenn man weiß, dass ich eigentlich nicht viele Menschen, sondern wenig drauf haben möchte. Aber dass samstags da so wenig sind, weil das eine Bürostadt ist, wo samstags einfach keine Socke unterwegs ist, habe ich jetzt dann auch nicht gedacht. Für den reinen Architekturfotografen klasse, so war es früher bei mir auch. Ich habe auch darauf gewartet, dass der letzte Mensch aus dem Bild gegangen ist. Heute ist es eher so, dass ich ja darauf warte, dass mir ein Mensch ins Bild läuft. Ja, dann bin ich da über diese Schiene auf La Défense gewesen, dachte, jetzt gehst du mal von der Magistrale weg auf zweite Ebene und ich glaube, du kannst es so halbwegs sehen. An der Wand hängt so ein grünes Bild mit einem Menschen, dunklere Hautfarbe, hellen Hut auf und einen blauen Pulli an. Ja. Also ich gehe von der Magistrale auf La Défense weg, weil dort gar nichts los war. Und sehe in zweiter Reihe diese grüne Bühne, ist wie so eine Rampe, wo ich dachte, wie cool wäre das, wenn da jetzt einer hochlaufen würde. Nachdem auf der Magistrale eigentlich nichts los war, war die Chance, dass da jetzt jemand läuft, noch geringer. Ich habe also meinen Wunsch ans Universum losgeschickt und hat nicht so lange gedauert. Da kam eben dieser Mensch und lief da hoch und es passt echt, es passt vom Farbkontrast, es passt alles. Also für mich ist das schon ein cooles Bild. Und ich habe es in der Ausstellung auch das erste Mal so groß und habe da unheimlich viel
Gespräch drüber. Also es ist 50-75. Ja, genau. Wollte gerade sagen, ja. Und sonst habe ich das mal 20-30 gerahmt gehabt. Und in dem Format fällt es viel mehr auf und wirkt ganz anders und führt viel mehr zu Gesprächen. Und das ist genau das, was ich an den Ausstellungen auch liebe. Es ist was ganz anderes, als mal schnell über Instagram so flüchtig drüber wischen, mal Bilder an der Wand zu sehen, mit einem, der das zu schätzen weiß, über diese Bilder reden. Das ist echt cool. Wie ist denn bei dir dann so die Entscheidung, wenn du jetzt so eine Galerie musst ja planen. Wie lange ist dann so eine Planung für eine Galerie? Welche Bilder, welcher Rahmen, wie stellst du das auf? Hast du da irgendeinen Kurator noch oder der dir da unterstützend irgendwie tätig ist? Oder ist das einfach so eine Gefühlssache oder auch deine Erfahrung, die du schaust? Bist du das erste Mal in der Galerie? Ja, es ist eine Mischung. Also es gibt Galeristen, die wollen mitreden. Die haben gesagt, sie haben selten eine Ausstellung gehabt, bei der sie so wenig mitreden mussten, bis hin auf zum Aufhängen. Also es ist bei vielen Ausstellungen eben wohl so, dass der Anteil der Galeristen, bis die Bilder hängen, viel größer ist als hier. Hier war er eigentlich null. Ich muss auch sagen, ich mag das auch lieber irgendwie autark, also selbst entscheiden, was ich ausstelle. Und ja, vielleicht ist auch mal was dabei, wo sich der ein oder andere wundert und sagt, das ist vielleicht jetzt nicht so stark, das Bild. Ja. Hier ist es jetzt zum großen Teil eine Auswahl meines Buches Big City Life. Ja. Das ich letztes Jahr veröffentlicht habe und ein paar Bilder sind nicht aus dem Buch, es sind aber auch Bilder aus dem Buch nicht mit dabei. Und wenn ich dann so eine Galerie akquiriert habe, erstmal musste ich ja die Location finden und es musste ich ja auch jemand ausstellen wollen. Absolut, ja. Ich glaube hier mit den Pfahls, mit den Eigentümern der Galerie habe ich vor gut anderthalb Jahren, eher noch ein bisschen länger, das erste Mal gesprochen. Okay. Und die sind jetzt auch schon wieder ausgebucht bis Frühjahr 2023. Also es ist nicht so, dass die Galeristen, wenn sie es richtig machen, irgendwie von der Hand in den Mund leben, sondern die haben das schon lange im Voraus geplant. Okay. Und normalerweise bin ich auch einer, der gerne dann sehr frühzeitig anfängt zu planen. Das heißt, ich mache mir schon auch einen Hängeplan. Das heißt, ich mache mir in Photoshop ungefähr die Wände, die Hauptwände zumindest mal. Und platziere mir dann auf Photoshop auch die Bilder schon vor. Also ich fange nicht an, suche die Bilder aus, Phase in die Galerie und wie hänge ich denn jetzt auf? Das mache ich schon vorher. Das ist ja cool. Auf jeden Fall. Das ist Photoshop ist ein Thema. Wenn du sowas schon machst irgendwie, hast du da auch einen Workshop belegt oder hast du selbst einmal irgendwann damit befasst, da mit viel, umzugehen? Viel autodidaktisch. Und über andere Kollegen, Freunde. Okay. Also wirklich sehr mega viel autodidaktisch. Ja. Und witzigerweise nutze ich Photoshop fast mehr für solche Sachen als zur Bildbearbeitung. Ich bearbeite mit Lightroom. Okay. Und da kann ich sagen, bestimmt 90% meiner Bilder sind rein nur Lightroom und davon wieder ein Großteil nur minimal bearbeitet. Was ich wirklich sehr stark mache, ist gerade bei den grafischen Sachen, ist nochmal ausrichten, da ich keine Tilt-Shift ähnliche Objektive benutze. Ja. Und häufig eben von der Straße aus dann fotografiere, dann ist es mir schon wichtig, dass es vernünftig ausgerichtet ist. Das hattest du vorhin beim Durchgehen auch mal irgendwann gefragt. Ja. Aber das ist alles, selbst das passiert überwiegend in Lightroom. Okay. Das heißt aber, dass schon die Bilder in dem Sinne, also minimalistisch nachbearbeitet werden, also ein bisschen Kontrast rein, ein bisschen Lichter, Schatten und sowas, dass einfach das Stärke dann rüberkommt. Weil auf Papier geht immer wieder was verloren. Also muss ja da ein bisschen, kann man das so sagen, dass das eher der Vorteil ist, wenn es auf Papier kommt, dass man es ein bisschen stärker erstmal auf dem Bildschirm sieht? Ja, das weiß ich gar nicht. Also ich bin auch da jetzt nicht der Papierfetischist. Ja, klar mag ich auch die teuren Hahnemühle-Papiere oder sowas. Das ist natürlich schon toll. Ja. Aber so eine Ausstellung kostet auch schon mit einem einfachen Standardpapier richtig gut Geld. Ja.
Und von daher biete ich es an, wenn jemand gerne ein Bild auf dem anderen, auf einem besonderen Papier haben möchte, kann er das auch gerne haben, dann gegen Aufpreis im Ja, klar. Vergleich zu dem, was ich jetzt hier anbiete. Ja. Aber ich kann auch nicht mal sagen, dass die auf den Bildern jetzt irgendwie, dass da viel verloren geht, kann ich nicht sagen. Okay. Aber das ist im Prinzip diese Anfänge, dass man Bilder dann wirklich so ausstellt, muss ja irgendwie auch so eine Idee gehabt haben, dass man, du hast ja auch Bücher, du hast Bilder, ich weiß, wir haben uns mal darüber unterhalten, weil ich ja selbst mal so eine Bilderausstellung jetzt gehabt habe für ein Jahr lang, wo ich im Prinzip nur Kosten produziert habe, ganz tief, ganz viele, weil 26 Bilder, Rahmen, 26 Bilder mal 4 Quartale. Das hat schon eine Menge Geld gekostet, aber die Abnahme war so gleich null gewesen. Vielleicht lag es an den Bildern, wer weiß, oder vielleicht war einfach denn die Location die falsche, weil es war halt bei einem Arzt gewesen. Aber trotzdem, das war schon interessant. Aber welche Tipps kannst du da geben? Weil du hast gesagt, dass du würdest sowas jetzt nicht mehr machen, weil du hast es auch schon so erlebt. Das heißt also, wenn du was machst, dann muss auch ein Benefit dann irgendwie dabei rumkommen. Ja, de facto ist es so, du weißt von der Ausstellung nie, ob bei der Ausstellung selbst was gekauft wird. Ich habe aber auch schon Ausstellungen gehabt, wo ein Jahr oder anderthalb Jahre später jemand mich nochmal kontaktiert hat und gesagt: Mensch, du hast doch oder sie haben doch da und da das und das Bild ausgestellt, gibt es das noch? Kann ich das noch haben? Sogar eher im Gegenteil, wo ich sage: Ich hatte von dem Bild damals eine Version witzigerweise bei mir daheim hängen, da habe ich gesagt: Ja, kann er sich nochmal angucken kommen? Und dann sage ich, ja, und bei der Ausstellung, das war meine Erstlingsausstellung, da war irgendwie die Preiskalkulation irgendwie blauäugig, weil das war irgendwie völlig daneben. Das heißt, leider müsste ich eigentlich auch mehr nehmen. Ich kann Ihnen dann einen kleinen Rabatt auf den heutigen Preis machen. Sagt er, alles gut, aber 1,20 Meter auf 80 ist ein bisschen klein. Kann ich das auch 1 Meter auf 1,50 Meter haben? Nee, stimmt nicht. Bei dem war es sogar 1,20 Meter auf 1,80 Meter, Ach also komm, so echt? richtig fett Wow. groß. Ja. Das ist dann irgendwie auch cool. Also Ja. nicht unmittelbar auf der Ausstellung und dann zwischenzeitlich, nachdem es dann so lange her war, ich meine Preise auch wirtschaftlicher kalkuliert und er dann noch dazu eine deutliche Nummer größer das Bild genommen. Und so gibt sich das im Laufe der Zeit. Ich hatte jetzt eine Ausstellung in Wiesbaden, da habe ich 10 Bilder verkauft und das, obwohl der Ausstellungsbeginn im Ende Oktober letzten Jahres war, also kurz vor oder so roundabout um den Beginn des Lockdowns light. Danach hing dann im Prinzip bis Ende Januar für bestimmt 6 Wochen die Bilder, auch ohne Besuch und trotzdem sind 10 Bilder Okay, verkauft, okay. kann man nicht meckern. Nee, kann man gar nicht meckern. Oh, auf Nee. keinen Fall, ja. Das Thema, ja, häng doch mal in meiner Steuerkanzlei, in meiner Genau. Arztpraxis oder wo auch immer deine Bilder hin und darfst auch deinen Namen drunter schreiben und deine Kontaktadressen und vielleicht verkaufst du ja was und darauf hoffen, dass daraus was verkauft wird, ist relativ unwahrscheinlich. Also meine Erfahrung ist, tendiert da ziemlich gegen null. Ich habe jetzt hier im KKM in Mainz, Katholisches Klinikum Mainz, die haben ein neues Aufnahmezentrum gebaut und haben gesagt, suchten einen Künstler, der mit, glaube ich, roundabout 40, 50 Mainz-Motiven oder Bildern dieses neue Aufnahmezentrum temporär als längerfristige Ausstellung, aber eben im Wechsel gedacht, mal bestücken kann. Da habe ich mich gemeldet und haben sich kurz drauf gemeldet, weil ich habe so eine Serie Mainz im Quadrat, die da echt passt wie Faust auf Auge. Und dann bin ich da, obwohl das auch in meinem Urlaub war, 2 Tage später hin. Und habe mich mit denen unterhalten, habe denen aber gleich gesagt, also was ich nicht mache, ist, ich muss jetzt die Bilder produzieren lassen. Ich hänge die nicht hin ohne irgendwie eine Abnahmegarantie von Ihnen. Ich habe dann irgendwie einen Betrag in den Raum geworfen, der in die Richtung ging, dass ich zumindest einigermaßen einen Unkostenbeitrag hatte. De facto ist es dann so ausgelaufen, dass das KKM die komplette Ausstellung gekauft hat. Okay. Und ich habe
Und die haben dann auch einen Paketpreis gekriegt und ich darf da trotzdem auch meine Flyer hängen haben. Mein Name hängt auch drunter. Ich habe aus der Ausstellung heraus, und das ist jetzt schon fast 2 Jahre her, glaube ich, 2 Kontakte gehabt und glaube einen Verkauf. So viel zum Thema, ja, genau. Du verkaufst ja was, weil es da viele Menschen sehen. Und nee, die Leute gehen zum Arzt oder gehen in so ein Krankenhaus, weil sie krank sind. Die haben da, die finden es vielleicht netter, wie wenn da kahle Wände sind. Ja. Da kommt vielleicht auch nochmal ein A und ein O und genau. Wie schön, wie toll, Mensch Marc, hast du aber tolle Fotos dort hängen, genau. Sind die wirklich von dir, so ein paar schöne Sprüche, aber davon kannst du nichts kaufen. Nee, gar nicht. Es ist genau, aber wie die ganzen Likes auf Instagram und Facebook und ach wie toll und davon habe ich weder ein Bild noch ein Buch noch sonst irgendwie was verkauft. Ja. Was ist denn für dich dann so das für dich das perfekte Bild in der Streetfotografie? Also was muss es dir geben? Oh, das ist jetzt eine Frage. Kommt gerade ganz spontan, bin ich da mal. Ja, das ist ja okay. es gibt so manche Bilder, wo ich schon gar nicht dran geglaubt habe, dass überhaupt noch jemand kommt. Du hattest vorhin dir das auch angeguckt von der Stadtbibliothek in Stuttgart. Mhm. Fand ich einfach, weil das ist so, man könnte schon fast sagen, es sieht aus wie ein Kreuzworträtsel oder eine Fassade, die sehr grafisch ist, Glasbausteine mit verbaut und wirklich nur Quadrate, Quadrate, Quadrate. Und haben dann aber so Türen und ich hatte erkannt, dass da ein Arkadengang hinter einem Teil der Fassade ist und hat auch mit einem Augenwinkel gesehen, hey, da läuft ja auch mal jemand durch. Also habe ich eine Stelle gesucht, von der aus ich das ganz gut fotografieren kann und dachte, jetzt wartest du, bis dann wieder jemand durchläuft, den erwischst du in so einer Tür und damit ist dann dein Bild im Kasten. Ja. Was ich nicht wusste, dass es so ungefähr eine Stunde dauert, bis dann mal wieder jemand durchgelaufen ist. Und das war dann so ein Bild, nachdem ich dann nach einer halben Stunde gesagt habe, wie viel Zeit gebe ich mir denn noch? Mhm. Nach 50 Minuten gesagt, okay, 10 Minuten noch, wenn dann jetzt nichts passiert ist, dann lässt es sein. Aber das Bild wäre dann trotzdem da gewesen, aber ohne Person? Nee, das Bild ohne Person kannst du in die Tonne kicken, meiner Meinung nach. Es ist, die Person muss, ohne die wäre es nicht gegangen. Und deshalb ist es für mich so eines der perfekten Bilder. Umgekehrt, ich habe es jetzt nicht mit ausgestellt, ist aber auch in dem Buch Big City Life drin, habe ich vor 2 Jahren im April war ich in London gewesen und davor hatte ich mich mit 3 Fotografen verabredet. Mhm. Und zwar hatten wir ausgemacht, wir legen eine Location fest in London. Mhm. Und jeder von uns, wir waren in dem Jahr unabhängig voneinander in London, also zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Und wir haben gesagt, jeder fotografiert dort und wir zeigen dann jeder seine 3 besten Street-Fotos von dieser Location. Ja. Diese Location ist der Piccadilly Circus geworden. Kennt man. Ja, kennt man. Und wer den kennt und wer meine Bilder kennt und sagt, Achim, bist du wahnsinnig. Mhm. Piccadilly Circus wimmelt nur so von Menschen. Ja. Wie kannst du am Piccadilly Circus Bilder machen oder dich darauf einlassen, da so eine Challenge einzugehen, mal dort zu fotografieren? Es kam dann noch schlimmer, es hat genieselt, es war kalt, es war irgendwie doof. Wenn die Challenge nicht gewesen wäre, hätte ich auch abgebrochen. Aber ist denn Regen nicht gerade gut so ein bisschen, wenn die Straße dann dunkel wird und so die Leute mit Regenschirmen und sowas? Grundsätzlich kann das gut sein, aber irgendwie hatte ich auch lange keine Idee, was jetzt meine Bilder werden würden. Ja. Bis ich dann irgendwie gemerkt habe, für mich so richtig registriert habe, die Werbung auf den Werbeplakaten wiederholt sich ja und da war immer eins von Twitter mit dem Twitter-Vögelchen. Und meine Miniserie ist Piccadilly Tweets geworden, nachdem ich einen jungen Mann mit Basecap an dem Brunnen dort am Piccadilly Circus sitzend gesehen habe, der
am Handy getwittert hat und den Vogel im Hintergrund. Ach komm, okay, cool. Ja, und so ist dann so meine Dreier-Serie ja. Piccadilly Tweets geworden, ja. draus geworden. Und das ist auch so ein Bild, wo ich sage, ja, das ist so aus dem Grund auch perfekt, weil damit dann, das war die Initialzündung, dass ich dann mehr Bilder in die Richtung gemacht habe. Ja. Wenn du da jemand fotografierst, den man auch erkennt, habe ich ja gesehen, gibt es ja Bilder, wo man auch einen erkennt. Da gibt es ja. ja immer diese These, ich weiß nicht, ob das in England anders ist als bei uns in Deutschland, von der rechtlichen Seite her. Also darfst du da ins Gesicht rein fotografieren, ist in England egal, in Deutschland ist es nicht egal. Gibt es da, ach, hört ja mal, wie schön, es kommt gerade die Bombe. Guck mal, was ist denn das? Ach, was ist denn das? Ja, mal, da muss ich jetzt mal ein Bild machen. Kurz mal eine kleine Pause, liebe Leute. Das habe ich auch noch nie gesehen. Irgendwas bleibt. Es heißt irgendwas. Bleibt gesund. Krass. Das, also ich sehe hier bleibt und da hinten dran, glaube ich, ein gesund. Und vorne ist, ja. das vorne heißt meins. Meins, Herz, bleibt gesund. Und ich habe das festgehalten mit meiner schönen AE1. Cool. Sensationell. Ich habe gar nicht geguckt, ich hoffe, dass es passt so. Ich hätte vielleicht mal auf Auto stellen sollen, sehe ich gerade die Blende. Egal. Wird schon passen, wird dann seinen Charme haben, gell? Aber da fliegen eben, wie viel waren es? 1, 2, 3, 4, glaube ich. Fünf Flieger über unserem Hof, wo wir drin sitzen, in der Galerie und hören gerade nur dieses Geräusch so, also fast so wie ein Bös jetzt wie in Dresden damals, ja. Also, aber ganz leicht, nur so ein bisschen, aber war schon irgendwie ein Geräusch, was man nicht so jeden Tag hört, ja. Ja. War schon was Größeres irgendwie anscheinend, aber ja, nee, die rechtliche Seite. Die rechtliche Seite, du hast auch auf London abgestellt, ich kann es dir aufs Ausland gar nicht so ganz genau sagen. Ja. Im Ausland ist es häufig etwas lockerer als in Deutschland. Ja. Wobei Deutschland gilt ja, die DSGVO ist ja eine europäische Norm, die Datenschutzgrundverordnung. Und wenn du es ganz eng nimmst, dann darfst du noch nicht mal auf den Auslöser drücken und jemanden fotografieren, weil mit dem Auslösen, dem Erfassen von persönlichen Daten eben schon ein Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung erfolgt ist. Okay, und wie geht man damit das um? Ist aber das ist auch so der Unterschied zu dem, was vorher schon existiert hat. Vorher war eigentlich auch schon das Recht am eigenen Bild. Das gab es schon immer, sprich spätestens mit der Veröffentlichung machst du dich zumindest theoretisch strafbar. Okay. Jetzt gibt es den Espen Eichdörfer-Fall aus Berlin. Da gab es ein Bild, was großformatig vom Amerika-Haus oder CO Berlin ausgestellt wurde, als die damals noch nicht fertig gebaut hatten. Die waren quasi aber wirklich im öffentlichen Raum auch präsentiert, großformatig präsentiert. Wenn du dort an der roten Ampel mit dem Auto stehen bleiben musstest, hast du die Bilder auch gesehen. Das heißt, es ist jetzt nicht jemand gezielt dorthin gegangen in eine Kunstausstellung und hatte das Bild dann sehen können. Und das Bild hat dann die Dame, die Bilder sind auch da rund um den Bahnhof Zoo, Amerika-Haus, entstanden. Ja, ja. Die eine Dame hat sich darauf erkannt und hat dann geklagt. Also Unterlassung war auf jeden Fall, das Bild ist dann weggenommen worden. Der Eichdörfer hat es dann aber bis an den Bundesgerichtshof eskalieren lassen, immer wieder Revision eingelegt. Und da ist zumindest eine Geschichte rausgekommen. Also die Street-Fotografie ist jetzt als Kunstform anerkannt. Okay. Aber damit gilt das Kunstrecht, sofern der Richter sagt, dieses Bild ist Kunst. Es ist nicht nur einfaches Geknipse. Ja. Also es liegt immer noch im Ermessen eines Richters, ob der sagt, die Bilder vom Katzberg sind jetzt Kunst oder sie sind keine Kunst. Mhm. Ich persönlich gehe somit damit um, wenn jemand mich bemerkt und mir eindeutig signalisiert, nee, ich will das nicht, dann lasse ich es auch. Entweder fotografiere ich dann schon gar nicht oder ich nutze das Bild nicht. Und das andere ist, dass ich versuche auch schon Menschen nicht unwürdig
ich oder nicht oder ich versuche Menschen despektierlich darzustellen. Genau, also die Persönlichkeit ist ja unantastbar, ne? Ja. Und weil auch gibt ja so Street-Fotografen, die halt dann mit Blitzlicht und voll so ins Gesicht fast fotografieren und das also provozieren sozusagen. Das war immer so ein Thema gewesen, dass man, wenn du das machst, dann am besten von hinten, dass man halt dann die Persönlichkeiten, von hinten sieht man es ja nicht, wer es dann war oder somit wäre das dann so eine Möglichkeit, halt dann trotzdem das also ohne Strafrecht und sowas dann machen zu können. Ja, also es ist tatsächlich so, dass es etliche Varianten der Straßenfotografie gibt, die auch wiederum legal sind. Wenn es Silhouetten sind, Bilder von hinten. Wobei auch da muss man vorsichtig sein, das ist nicht hundertprozentig so. Es kann auch sein, dass ein Körperteil alleine schon ausreicht, wo jemand sagt, nee, das ist mein Bein und ich habe da die Rechte dran. Okay. Und wenn man weiß, wie J-Lo oder sowas ihre Körperteile versichert hat, dann kann das teuer werden. Ja, okay. Also ist auch keine hundertprozentige Garantie, aber es reduziert natürlich das Risiko. Und ja, es ist de facto eine Gratwanderung. Ja. Da ist auch mal die Frage, wer steckt dahinter, wer macht das Bild? Ja, ist es dann tatsächlich ein Fotograf, also der auch ein Gewerbe hat, also der wirklich damit ja auch dann ein Stück weit eher ein Künstler ist, als jemand, der halt just for fun. Ich meine, heute mit dem ganzen iPhone hat ja die Welt verändert, muss man ja so sagen. Da geht ja so viel im Prinzip, ja. Und da ist das Thema halt dann, bist du eher dann der sich zu erkennen gibt, dass du jetzt fotografierst mit deiner Kamera? Hast du eine kleine Contax oder irgendwas, was halt irgendwie unauffälliger ist? Oder hast du eine Messsucherkamera? Oder was ist dann so dein Equipment? Wie startest du denn? Nee, Messsucherkamera braucht man nicht. Das geht auch ohne. witzigerweise, Equipment, wenn du durch die Ausstellung guckst, dann habe ich letztes Jahr witzigerweise weil ich es gefragt wurde, mal nachgeschaut, wie viele der Bilder in der Ausstellung, die in ähnlicher Form in Wiesbaden ausgezeigt wurde, mit der Ricoh GR gemacht sind. Ach so, genau, das war die Ricoh GR, die habe ich schon mal gehört. Ja, das ist eine kleine schwarze, ne? Ja, genau. Die ist nicht viel größer als eine Zigarettenschachtel. Und ich habe die Ricoh GR seit April 2019, die GR3. Und letztes Jahr war es so, dass Ricoh davon eine Sonderedition rausgegeben hat. Ich kriege hier übrigens nichts für. Das ist, muss man gleich sagen, ist keine bezahlte Werbung. Ich bekomme immer noch nichts dafür, dass ich das hier mache. Ja. Also es ist keine bezahlte Werbung, aber es war tatsächlich letztes Jahr so, dass Ricoh eine Sonderedition rausgegeben hat, eine Street Edition, die dann einen gelben Ring vorne drauf hatte und noch andere gelbe Elemente. Und die Londoner Kollegen von Ricoh haben dann wohl in der Stockfotografie angefangen zu recherchieren, wo es gelbe Street-Fotos gibt. Und da sagte der Deutsche, macht mal langsam, hier in Deutschland gibt es schon einen, den kenne ich. Der Achim hat eine Serie, das Gelbe von der Straße, und die passt wie Faust auf Auge. Und dann habe ich tatsächlich die Werbekampagne von Ricoh letztes Jahr damit begleitet, mit meinen Bildern. Das war echt eine coole Aktion. Ja, ist ja voll die Ehre, oder? Ja, und es war auch nicht so, es ist auch bezahlt worden. Also es ist nicht nur die Ehre gewesen. Cool. Und da fragte mich der Wolfgang Baus, als ich die Ausstellung hatte in Wiesbaden, wie viele Bilder sind denn mit der Ricoh gemacht? Und das waren damals auch irgendwie um die 40 Bilder und ich glaube, 10, 11 Bilder waren mit der Ricoh gemacht, aber was ich bei der Gelegenheit festgestellt habe, da die Bilder über 10 Jahre entstanden sind, dass die Bilder mit 9 unterschiedlichen Kameras gemacht wurden. Okay. Von Spiegelreflex über Spiegellos, also wirklich die unterschiedlichsten Kameramodelle, auch die unterschiedlichsten Motive. Ich bin auch nicht der Verfechter, der sagt, dass Street-Fotografie nur mit 28 oder 35 mm. Das wäre schon die nächste Frage gewesen. Kannst du ja streichen. Es ist so, dass ich mittlerweile, wenn ich dann zum Fotografieren gehe, und auch in London hatte ich 2 Kameras dabei, nämlich die Ricoh GR und eine spiegellose
und auf der Spiegellosen habe ich sogar ein Zoom-Objektiv, noch was ganz Wildes, noch nicht mal eine Festbrennweite als Street-Fotograf. Okay. Wow. Nee, weil ich einfach sage, bevor ich jetzt mit 20 Objektiven rumlaufe und bis ich dann Objektiv gewechselt habe, ist mein Motiv unter Umständen auch wieder weg. Genau. Von daher, ich bin da alles andere als der Dogmatiker. Und mit dem Bundle, also sprich die Rico für auf der Straße oder sonst was, und wenn es dann irgendwo mal Motive gibt, die eben mit den 28 mm nicht gehen, das 24 bis 105 ist da drauf, dann bin ich da gut abgedeckt und damit bin ich auch unterwegs. Okay. Und mit was macht es dann trotzdem mehr Spaß? Also dieses, weil mit der Rico GR bist du ja dann relativ schnell einfach. Der hat einen Autofokus. Ja. Und hat einen Autofokus, das ist ein Fixfokus. Nee, ist ein Autofokus. Autofokus, ne? Ja, ja. Genau. Und also ich habe es damals, hab schon erzählt, habe schon so viele Folgen gemacht, als meine Lehre als Fotofachverkäufer, und da gab es damals eine Rico. Ja. Keine Ahnung, was für ein Modell das war. Das war ja, das ist schon so lange her. Ende der 80er oder so war das gewesen. Und eine Olympus AF1. Aber die Rico, die war vom Preis-Leistungs-Verhältnis und die hat noch einen Fixfokus damals gehabt. Aber es war damals auch egal, war nicht das Thema gewesen. Also die habe ich immer verkauft. Also wenn einer eine Kamera sich gesucht hat und die hat für den Preis, lass es jetzt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht 149 Euro, Mack, deutsche Mark war das gewesen, die hast du immer verkauft. Und jetzt war sie der Renner, diese Rico. Und als ich mit dem lieben Kollegen von dir aus München, ist mir leider jetzt ein Name entfallen, aber ich gucke gleich mal nach. Der hat ja auch von dieser Rico GR nämlich mir auch erzählt gehabt. Ja. Und da habe ich mir die mal angeschaut, und das ist so eine kleine Knipse. Weil ich mir so denke, so Street-Fotografen, also die ich jetzt so kenne, so in dem Bereich der Leica-Atmosphäre, ist halt so die Leica M oder dann die Q, die ja dazugekommen ist, ja, so als diese, das ist so eine Street-Fotografie-Kamera, ne? Deshalb ist halt cool, dann machst du noch da so um den Leica-Punkt machst du dann weg, ja, mit so einem Gafferband und so, damit man einfach ein bisschen noch kultiger ist und so, aber das sehe ich bei dir jetzt gar nicht so, sondern im Prinzip bei dir ist nicht das Entscheidende, mit was für ein, hast du ein gewisses Outfit auch an, wo du sagst, das ist meine Street-Fotografie-Outfit oder so? Definitiv nicht. Also okay. Ja, ich versuche jetzt, wobei ich witzigerweise auch einen knatsch-orangefarbenen Rucksack habe und auch sonst relativ viel Orange trage. Aber würde man dich jetzt so sehen, dass du jetzt ein Street-Fotograf bist, wenn du unterwegs bist? Also weil du dann... Ich versuche schon, wenn ich gezielt zum Fotografieren gehe, jetzt nicht gerade die auffälligsten Klamotten anzuhaben. Okay. Und ja, du bist natürlich mit so einer kleinen Kamera unauffälliger, beziehungsweise wirst anders eingestuft, eingeschätzt als mit großen Kameras. Aber ich habe mit beiden schon Street-Fotos oder gute Fotos gemacht. Im Moment halte ich es sogar eher für schwieriger, mit der kleinen GR unterwegs zu sein. Weil weniger wegen der kleinen Kamera, sondern wegen der 28 mm. Okay. Du musst relativ dicht an die Leute ran und Nähe ist im Moment nicht so unbedingt angesagt. Und ich war. Und Masken? Aber das wird jetzt ein Thema gewesen, also jetzt weniger zu machen zu können, als mit Masken zu. Auch eher weil es ein bisschen nervig ist, weil die Brille beschlägt und es nicht ganz so viel Freude macht, durch die Städte zu ziehen. Ja. Das ist eher so der Part. Aber ansonsten würde ich sagen, ja, der limitierende oder etwas einschränkende Faktor bei mir selbst, das ist so das Thema. Ja. Aber wenn ich mir das so vorstelle und dich ja jetzt hier so sehe, dann hast du so eine gewisse, transportierst du sehr solide, sehr, also ich könnte sagen, irgendwie bist du jetzt irgendwie vielleicht ein Rechtsanwalt, du könntest der Oberarzt sein und sowas, ja. Also jetzt positiv jetzt gemeint, ne? Also, Moment, ich zieh mal meine Maske noch an. Nein, aber das, weil man denkt immer so, irgendwie die Street-Fotografen, keine Ahnung, sondern die sehen wie auch immer aus, ja, aber ich glaube, dass du da auch sehr eher unauffällig dann wirkst, weil du sehr, wie soll ich sagen, du hast eine gewisse Erscheinung, die sehr seriös auch wirkt, ja. Und dabei machst du ja so krasse Bilder, ja. Ja, und das andere ist ja das Thema, dass du, wie bewegst du dich auf der Straße? Ja. Wenn natürlich hektisch irgendeinem hinterher rennst, dann
fällst du natürlich auch anders auf, als Ja. wenn du bedächtig irgendwo Ja. dich bewegst. Ja. Aber kannst du, bist auch dann jemand, der durch die Kamera guckt, oder gibt es auch dann diese Hüft-Schießfotografen, die so aus der Hüfte schießen und dann einfach das. Witzigerweise hat sich das auch im Laufe der Zeit mal gewandelt. Ich hatte zwischendrin mal eine Phase, der auch mehr übers Display fotografiert hat. Im Moment fotografiere ich auch wieder fast ausschließlich durch einen Sucher. Also das, Okay. wobei es gelogen. Die GR hat keinen Sucher. Ja. Wenn die Kamera einen Sucher hat, Ja, fotografiere ich mehr durch einen Sucher. okay. Aber es ist tatsächlich so, ich hatte dazwischen auch mal Olympus eine ganze Zeit lang. Bei Olympus habe ich dann auch erst durch einen Sucher und dann übers Display fotografiert. Ich kann es dir gar nicht sagen, an was ich es festmache. Klar gibt es auch manche Situationen. Ich habe eine Zeit lang so eine Chucks-Serie Ach fotografiert. ja. Immer mit Converse All-Stars. Okay. Ja, Und so Lieblingsschuhe, ne, aus der wirklich, Jugend. wirklich immer Kamera auf dem Boden. Da ist Ja. natürlich so ein Klappdisplay mega hilfreich. Und Ja, da klar. guckst du nicht mehr durch den Sucher. Das Ja, ist so. so cool. Als Gebückter. Also auch da Ja. nicht der Dogmatiker, aber Ja. ich finde schon, durch den Sucher gucken ist was Solideres. Ja, klar. Und würdest du jetzt sagen, dass du diese Lust an der Analogfotografie, also das wieder mit Scharfstellen selbst irgendwie, dass es da dir noch mehr die Fotografie wieder zurückbringt, als Also dieses Knipsen? Knipsen. Hau schon mal. Hör schon mal. Ah ja, Ich die glaube, Jacks ich. hast du nur geknipst, komm. Nee, Ja? Okay, definitiv nicht. Wenn du die okay. siehst, die Serie, würdest du auch nicht sagen, Okay, dass die guck ich mir geknipst ist. an. Im Moment ist es tatsächlich so, dass ich noch nicht so weit bin, wieder sage, ich muss jetzt wieder analog fotografieren. Okay. Also ich rede auch bewusst nicht über Fotografieren. Und ich glaube, wir müssen jetzt eigentlich das Gespräch hier beenden an der Stelle. Nee, Ja. aber nee, würde ich so definitiv nicht sagen. Und ich Okay. sag mal, das analog scharfstellen, dann kannst du ja wieder die Messsucherkamera Ja, nehmen, dann bist genau. du ganz schnell wieder auch Ja, beim dann machst du analog. ja Blende 8 und dann passt das schon irgendwie. Genau. Ja, Zone-Focus heißt das, mein Lieber, nicht hier Blende 8, Ja, Fotograf lacht. jo. Ja, das waren die So, Profis. Zone-Focus. Ja, aber ist dann so die Richtung, die Ausrichtung ist aber schon immer diese Street und diese Architektur. Aber könnte ich dich jetzt auch irgendwo im Wald begegnen? In der Nee, Natur? Sonnenuntergang, Landscape oder so? Oder machst du das? Landscape echt weniger. Also Ja. ja, ich hatte vor ein Komm mal gerade paar ein bisschen näher. Ich muss einzeln so eine Spinne da reingucken. Jahren tatsächlich eine Ausstellung auch Ja. unter dem Untertitel Urban grafisch minimal hier auf dem Ja. Weinhöfefest in Haxheim, wo ich eigentlich fast jedes Jahr bin. Letztes Jahr war ich nicht, dieses Jahr vermute ich mal, dass ich von mir aus absagen werde, weil das Weinhöfefest nicht in der normalen Form stattfinden wird und Okay. damit zu wenig Publikum da ist. Okay. Auf jeden Fall war ich auf dieser, hatte ich diese Ausstellung Straßenfotografie urban, grafisch, minimal. 2 Tage später sind wir nach Madeira geflogen und haben Levadas hoch und runter, grün, grün, grün. Also es war ein Kontrastprogramm Ja, ohne Ende. das glaube ich, ja. Da hat mir das schon irgendwie gefehlt, aber auch dort habe ich natürlich auch in dem Urlaub Bilder gemacht, auch viel Grün drauf und auch Ja, ein klar. bisschen Landscape. Aber ich würde jetzt nicht gezielt sagen, ich mache jetzt irgendein Okay. Fotowochenende oder Okay. sowas. Ich würde auch nicht sagen, dass ich Blümchen gezielt fotografieren gehe. Also überall nichts dagegen zu sagen, genauso wenig wie gegen Tiere, wobei es sogar bei mir eine Serie gibt, Street Dogs, also Oh ja, Hunde in der guck mal. Straßenfotografie. Auch sehr interessant. Ja, finde ich auch. Aber ich würde jetzt nicht so die reine Tierfotografie oder sowas nicht machen. Aber ehrlich, es gibt richtig, richtig hammergute Tierbilder. Es Oh gibt ja. hammergute Blumenfotos, Landschaftsbilder. Es gibt super coole Langzeitbelichtungen. Da gibt es einige, wo ich sage, den würde ich sofort folgen oder folge ich auch. Da kenne Ja. ich auch den einen oder anderen.
Ist jetzt im Moment nicht das, was mich persönlich reizt, um Okay. mit der Kamera loszuziehen. Es ist tatsächlich bei mir die Streetfotografie. Das kann mal immer mal eine Nuance in die eine oder die andere Richtung gehen. Wie gesagt, ich habe bestimmt 1,5 Jahre lang diese Chucks fotografiert und habe ich irgendwann gesagt, stopp, rewind, aufhören, weil irgendwann habe ich dann auf 50 Meter Entfernung gesehen, dass das auch wirklich die Converse Chucks sind und Ja, nicht irgendwelche Fakes. oh Gott. Hab dann geguckt, dass ich die auch fotografiere. Gibt's echt coole Sachen bei. Und wenn mir so ein richtig cooler über den Weg läuft, mache ich das auch heute noch. Aber irgendwann war dann halt auch mal Zeit, wo ich sage, so Schluss für das Projekt, Ja. muss jetzt aufhören, sonst Ja. siehst du keine anderen Sachen mehr. Das ist Ja. halt die Gefahr, wenn du dann Ja. dich auf so Serien einschießt, dass du dann nur Klar, noch die logisch. Sachen siehst. Ja, klar, weil ist ja logischerweise, dass man da irgendwie dann sich für irgendwas interessiert, sei es ein neues Auto, auf einmal siehst du dann das Auto ständig, was vorher gar nicht gesehen hattest, denkst du, es gibt ja so viele davon, gibt es doch gar nicht, ja. Aber es ist ja genauso diese Richtung, die man muss dann immer mal abschalten und muss irgendwas Neues dann kreieren. Das ist wie wenn man zu lange mit HDR gearbeitet hat und dann irgendwie dann normale Bilder einfach gar nicht mehr eingefallen, weil man mit dieses HDR gewöhnt ist, ja. Das ist halt so, hä, was denn das? Das ist ja ein total weiches Bild, ja. Ja, aber das ist halt in der Streetfotografie halt einfach so interessant, weil theoretisch wird ja bei dir auch so sein, dass du zu jeder Zeit, auch ohne Kamera, auf dem Weg irgendwo hin zum Einkaufen, auf die Arbeit, immer diesen Fokus in dein Auge hast. Du siehst immer irgendwas und denkst so, oh Mann, was wird das jetzt ein tolles Bild oder so. Also ist ja schon zum Fluch manchmal auch, oder? Oh, ja. Vor 2 Jahren, auch 2019, das war erst in London und dann hatten wir am 24. Mai 2019 unseren 10. Hochzeitstag Oh, wie und schön. wir waren 10 Tage in New York. Wow. Und jetzt war ich nun mal zum Hochzeitstagsurlaub mit meiner Frau in New York und nicht zum Fotografieren. Klar habe ich eine Kamera dabei, Die kleine aber GR, die mit nicht so ja, auffällig ich ist. habe die andere hatte ich auch dabei, Ja. aber ich sag mal, wie oft habe ich sie stecken lassen, weil ich sage, nee, du bist in Urlaub mit deiner Frau und bist nicht zum Fotografieren hier. Also es ist echt eine Ja. Gratwanderung. Wir haben mittlerweile auch gesagt, also das nächste Mal würde ich entweder ein paar Tage vorher anreisen oder hinterher noch ein paar Tage bleiben. Ich war dann auch zwischendurch mal 1, 2 Tage oder 1,5 Tage alleine zum Fotografieren unterwegs. Aber ich mag, also ich kann nicht beides machen. Ich nehme dann auch, deswegen gehe ich auch am liebsten alleine auf die Straße, weil ich dann selber entscheiden kann, ob ich mich jetzt irgendwo eine Stunde eingrabe oder ob ich doch wieder weiterziehe, weil das Motiv doch nicht so spannend und interessant ist. Ich muss zum einen nicht auf andere Rücksicht nehmen und andere nicht auf mich. Und Genau. das ist so der Punkt, weshalb ich am liebsten alleine losziehe. Ja, also so eine Fotogruppe, die dann loszieht, um Streetfotografie zu machen, das wäre jetzt nicht so unbedingt deins. Ja, mache ich ja schon auch. Also ich bin ja im Kollektiv Collateral Eyes in Frankfurt. Aha. Und daher ist übrigens auch der Ivan Slonsky, von dem ich vorhin erwähnt gesprochen habe, mit dabei, der analog fotografiert. Die Andrea Diener, Tobias Löhr auch ganz spannend. Der macht super Hochzeitsfotografie, ist auch top geratet in Deutschland. Dann haben wir den Lukas noch und den Stefan Lauterbach. Also wir Okay. sind da auch unterwegs und wir organisieren auch Photowalks, Okay. wobei ich bei den Photowalks schon eher so das Thema Netzwerken im Vordergrund sehe. Denn das Fotografieren, ich glaube, ich habe selten auf so einem Photowalk so ein Bild für mein Portfolio fotografiert. Okay. Da kam irgendwann auch dann das Thema Buch bei dir irgendwie dran. Also diese Galeriegeschichte oder diese Buchgeschichte, da muss ja irgendwann ein ausschlaggebender Punkt gewesen sein, dass du immer gesagt hast, also, oder hast auch das Feedback bekommen, dass deine Bilder so toll sind, dass du jetzt damit auch Geld verdienen möchtest. Das kann ich mir nur so vorstellen, weil sonst macht man das ja nicht. Ja, sicher. Und wann war denn bei dir so der Break-Even gewesen, wo du sagst, hast mit dem Buch angefangen oder mit der ersten Ausstellung? Nee, Ausstellungen mache ich jetzt auch schon mittlerweile seit roundabout 10 Jahren. Wow. Da war es tatsächlich witzigerweise dann auch wieder dieses Weinhöfefest in Ja, Haaxheim okay. hier bei Mainz.
mit die Initialzündung. Da war ein Fotograf, der Workshops angeboten hatte, und da war ich irgendwie zum Einstieg in die digitale Fotografie. Habe ich mir da mal so das ein oder andere angeguckt oder gegönnt. Unter anderem auch einen Workshop mit Professor Harald Mante. Der war echt cool, also der legendäre Mante. Okay. Übrigens ein Serienmensch, wer ihn kennt. Serien, okay. Serien und Sequenzen. Und der Kuli fragte mich: Mensch, hier uns ist in der Location der Aussteller abgesprungen, hättest du nicht Bock, deine tollen Bilder dort zu zeigen? Und über die Schiene hatte ich dann meine erste Ausstellung relativ spontan und schnell an der Backe. Und das war ziemlich cool. Da habe ich dann schon gemerkt, hey, das ist schon irgendwie eine tolle Sache, wenn du die Bilder erstmal selbst an der Wand hängen siehst, du selbst dann den Raum aufsperrst oder die Location aufsperrst, reingehst und deine eigenen Bilder da hängen, siehst, schon eine tolle Geschichte. Ja. Und wenn dann noch interessierte Besucher kommen und du dich allein nur mit den Besuchern unterhältst, ist das schon mal echt eine tolle Sache, und das ist für mich auch echt mega viel wert. Ja. Aber hat auch was mit Zeit zu tun, ne? Weil du musst ja auch dann zu gewissen Zeiten auch dann vor Ort sein. Also auch das gibt es natürlich unterschiedlich, wenn du bei einem Galerist bist, der ohnehin die Galerie besetzt und betreut, dann ist das was anderes wie jetzt hier. Da muss ich samstags von 11 bis 16 Uhr da sein oder zumindest dafür sorgen, dass auch jemand da ist. Und bei diesem Weinhöfefest ist es ganz genauso, da musst du regelmäßig da sein. Dann gibt es andere Ausstellungen, wo eben du die Bilder aufhängst und dann vielleicht zwischendrin mal einen Tag oder zwei da bist und so dann am Ende der Ausstellungsdauer wieder abhängst. Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Hat aber auch, ist auch eine Frage des Geldes. Das heißt, der Galerist will natürlich auch Kohle dafür natürlich, haben, ja, dass klar. er den Service anbietet. Ja. Und deswegen ist es auch gar nicht so ganz unberechtigt, dass so ein Galerist da hohe prozentuale Anteile aufruft. Ob jetzt die 50%, die viele Galeristen vom VK haben wollen, der richtige Ansatz ist, weiß ich nicht. Ich war mal in einer Galerie vertreten in Frankfurt, die Galerie F8 Fotoart, die es leider nicht mehr gibt, weil da der Mietpreis so angestiegen ist, dass das gar nicht darstellbar war. So viel Fotokunst hätte der gar nicht verkaufen können. Aber der hatte den Ansatz, dass er gesagt hat, pass auf, bei mir ist das so, Verkaufspreis minus Produktionskosten durch 2. Das heißt also, jeder hat 50% dessen gekriegt, was quasi über die Produktionskosten hinaus erzielt wurde. Aber zahlst du noch dann für die Zeit auch die Raummiete irgendwie noch mit, oder wie ist das? Unterschiedlichste Modelle. Also es gibt Modelle, wo du eine fixe Miete zahlst und dann nichts mehr. Es gibt Modelle, wo du über eine Mischung aus Miete und Provision, also anteiliger VK, also es ist wirklich völlig unterschiedlich. Okay. Was ist so dein, wo du sagst, da machst du jetzt einen Zuschlag? Also, oder hast du so, das muss ja auch vertraglich geregelt sein irgendwie, oder? Ich meine, das muss ja. Ich glaube, das kannst du nicht an einer Sache festmachen. Okay. Es ist irgendwie meistens ein Mix aus Location, findest du die Location cool, stimmt die Chemie mit den Galeristen, wie ist das Preismodell? Ideal ist natürlich, wenn du ausstellen kannst, ohne dass du irgendwelche Fixkosten für die Location an der Backe hast. Das ist natürlich dann auch volles Risiko für den Galeristen. Und wenn das ein Galerist ist, der das als Haupterwerb hat, ist es natürlich auch Verständnis, dass der das nicht machen will. Umgekehrt ist es natürlich auch ein Risiko für mich. Hier hängt einiges auch in Acryl und so weiter. Das kostet natürlich auch alles Kohle. Na klar, ja. Das ist mit ein Grund, warum ich auch hier gemischt präsentiere. Also zwischen gerahmten Bildern in Rahmen mit Passepartout und Acrylglas oder auch mal einen Direktdruck auf Aludibond. Ja. Einfach auch, um so einen Kostenmix hinzukriegen.
Der Print, wenn du die Rahmen erstmal hast, ist der Print eigentlich relativ Das geht, ja, günstig. das Das stimmt, ja. ist ganz okay. Ich habe 26 Rahmen, ich kann ein bisschen was zeigen. Ja, Das dürfte hier so ähnlich sein. Ich glaube, ja. hier unten sind es 37 Bilder oder sowas. Okay. Was passiert denn mit den Bildern, wenn die jetzt, wenn die Galerie vorbei ist oder die Ausstellung vorbei ist und jetzt hast du, jetzt sagen wir mal, keinen leider verkauft, aber die werden irgendwie eingeschachtelt und kommen erstmal irgendein Lagerraum, bis sie dann vielleicht wieder irgendwie zur neuen Galerie wandert, oder? Ja, also zum einen, ich habe dieses Jahr noch zwei Ausstellungen geplant, wovon ich die eine eben gerade schon gesagt habe, die wahrscheinlich absagen werde. Das ist dieses Jahr das Mainzer, das Haxheimer Ja. Weinhöfefest. Da ist meine Einschätzung, dass das nicht unter normalen Umständen stattfinden wird. Und wenn es Begrenzung der Besucherzahl ist, wobei ich nicht weiß, wie die das dort begrenzen wollten, Ja. weil das halt ein Straßenfest ist. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass das ganz normal stattfinden wird. Und meine Ausstellung lebt davon, dass ein Teil der Menschenmassen eben in meine Ausstellung reinkommen. Wenn die Menschenmassen fortbleiben, dann hänge ich für 4 Tage Bilder auf. Das ist dann, da ist der Aufwand, stimmt dann nicht. Ja. Also das wird wahrscheinlich nicht stattfinden, aber davon würde wahrscheinlich, dort würde wahrscheinlich ein Teil der Bilder auch Okay. hinwandern. Und dann bin ich im August noch in der Fototreppe 42 in Hanau. Und dort werden zumindest gerahmte Bilder, sehr viele aus der Ausstellung auch mit hingehen. Die Fototreppe Hanau zeigt normalerweise nur Schwarz-Weiß-Bilder. Ich habe so einen Deal, dass ich so zwei, drei andere dazwischen mogeln Okay. darf, aber ansonsten werden das nur Schwarz-Weiß-Bilder sein. Also sprich, dafür reicht das, was ich hier habe, nicht ganz. Okay. Ich habe aber in Mainz noch an zwei Stellen Bilder hängen im Okay. Moment. Das eine ist ein Möbelhaus. Tatsächlich so die Nummer, ja, Arztpraxis machst du nie. Möbelhaus tickt fast ähnlich wie Arztpraxis. Ja. Aber da sage ich, da ich für das Möbelhaus nicht extra Bilder produziere, sondern Bilder, die ich ohnehin noch habe, wie jetzt zum Beispiel hier aus der Ausstellung, dann ist das vielleicht besser, ich hänge die dorthin, weil sie dort die Chance haben, gesehen zu werden, als wenn sie bei mir im Keller verpackt Ja stehen. klar, logisch. Deswegen hänge ich dort mit Sicherheit einige der großformatigen Bilder wieder hin. Also Vergleich dazu, Ja. Vivian Mayer ist jetzt erst die Bilder bekannt geworden. Ja. Nachdem sie verstorben ist und jemand per Zufall ihre teilweise noch nicht entwickelten Filme entdeckt hat, ist sehr coole Bilder. Also Mega. wer sie nicht kennt, Ja, muss gerade mit sich der das unbedingt Rolleiflex angucken. fotografiert und die Art und Weise, die Perspektiven, die sie gewählt hat. Richtig, richtig Ja, coole ja, 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 Street-Fotografin. Wahnsinn. Und das andere ist hier in Mainz, wo im Moment auch noch ein paar Bilder von mir schon hängen, ist das ehemalige Karstadt, ist jetzt als Konzeptstore geöffnet, nennt sich Lulu. Und bis zum Abriss des Gebäudes und bis dann eine neue Projektentwicklung kommt, wahrscheinlich so Mitte nächsten Jahres, wird das quasi bespielt unter dem Namen Lulu mit lauter so Konzeptstores und viel Kunst drin. Und da hänge ich mit zwei anderen Fotografen, hängen da Bilder von mir. Cool. Und da könnte ich mir vorstellen, dass ich da auch irgendwann mal meine Bilder einfach austausche, Ja. einen Tausch reinbringe. Aber deine Bilder sind ja grundsätzlich auch in deinem Shop irgendwo zu sehen. Das heißt also, Genau. es gibt ja eine Homepage, die du immer mal gestartet bist. Und das heißt, die Bilder sind ja immer präsent eigentlich, ne? Wenn Ja, man. also wenn man Interesse hat, Bilder zu kaufen, dann findet man die im Shop. Ich habe nicht all meine Bilder im Shop eingestellt, bepreist, wobei, wenn jemand sagt, da gibt es doch aber irgendein anderes Motiv, habe ich im Shop nicht gefunden, dann hat man zumindest einen Anhalt, in welche Richtung die Preise gehen. Und ich habe jetzt auch zum dritten Mal, glaube ich, in dem Shop quasi so eine Unterkategorie für die Ausstellung. Also sprich, es sind die Bilder der Ausstellung, kann man gezielt abrufen oder filtern quasi, Okay. sodass man die Bilder da auch ganz, ganz schnell Okay. findet. Was ist denn so das High-End-Bild vom Preis her? Also wie weit geht das? Ach Gott, Oder geht es dann eh nach Bestellung wahrscheinlich, dann nach Größe und sowas, ne? ja, das hat auf jeden Fall Ausführung und Format, bestimmt auch in irgendeiner Form den Material. Preis. Hier in der Ausstellung ist 960 Euro Okay. für das Format 1,20 Meter auf 80 unter Acrylglas. Ja, okay.
Und bei den gerahmten Bildern biete ich eigentlich gerne ungerahmt an, weil ich habe hier halbe Rahmen, also von dem Hersteller halbe. Die sind sehr teuer für den Hausgebrauch. Und jetzt bitte nicht falsch verstehen, müssen es nicht unbedingt halbe Rahmen sein. Der halbe Rahmen hat einen wesentlichen Vorteil, neben der Tatsache, dass er echt schick ist. Ist er halt mega cool für Ausstellungen, weil du die sehr einfach bestücken kannst. Wirklich super unkompliziert ist ein Magnetrahmen, da schiebst du den Rahmen selbst nach vorne weg, Ach so. nimmst die Glasplatte und das Passepartout runter, legst das Bild rein, Passepartout wieder drauf, Glas drauf, Rahmen drauf geklipst und fertig. Und das braucht man ja nicht unbedingt, wenn man ein Bild kauft, um es für immer an die Wand zu hängen. Und da arbeite ich ganz gern mit Aab-Holzrahmen zusammen. Aab-Rahmen.de oder Holzrahmen.de ist auch ein deutscher Hersteller. Toll. Und auch für Vergrößerungen, die lasse ich hier bei Picta in Flörsheim machen, weil ich da auch einen Ansprechpartner Und immer habe. ist immer seidenmatt auch dann, glaube ich, ne? Macht nichts glänzen oder sowas. Also Nee. außer jetzt die. Die Schwarz-Weiß-Bilder sind auf mattem Papier, ansonsten ist es seidenmattes Fuji-Papier. Schwarz-Weiß habe ich mir in jüngster Zeit angewöhnt, da auf Pigmentprint zu gehen. Ansonsten sind es Lambda-Prints. Was kostet so ein Bild? Die Auf See, was ist es hier? 50, 70 oder was? Nee, das ist kleiner. 40 mal 60 sind Ja, was? 140 Euro. Wie viel? 140 Euro der Print. 40 mal Okay, 60. und wenn aber was kostet, wenn du jetzt einen Print jetzt bestellst im Labor, was kostet dann so ein Abzug circa? Oh, du, weiß ich jetzt gar Weißt du nicht. gar nicht, gell? Nee, aber im Prinzip, ich habe so, das Entscheidende ist ja genau diese Qualität des Drucks halt, ja. Da gibt es ja auch Druckereien, da gibt es hier das Papier, was da so entscheidend ist. Und irgendwann hat man ja, wie du jetzt mit dem Rahmen dann einfach so, wo du genau weißt, das muss so auf dem Papier gedruckt werden. Wie früher die Leute halt gesagt haben, meine Bilder werden nur mit Fuji fotografiert oder mit Kodak 100, der Klassiker Gold, ja. Das ist halt auch so eine Geschmacksfrage, ja. Also für die Ausstellungen ist es tatsächlich so, dass ich da nicht das High-End-Papier nehme. Es sind Standardpapiere, die ich da verwende. Einfach weil es auch eine Kostenfrage ist. Wenn jetzt jemand aber gerne ein anderes Papier haben möchte, dann kann er das gerne haben, dann gegen Aufpreis. Also das ist jetzt der Preis für das Aber Papier, ich wie es habe die selbst noch Ausstellung. nie ein Bild in der Galerie gekauft oder jetzt irgendwie oder bestellt oder sowas. Nur immer gesehen. Es kam schon diese Verlegenheit. Wenn ich das Bild sage, das genau super, das will ich haben, bekomme ich das dann oder ist nur ein Ausstellungspapier, weil du gerade sagst, das ist für die Ausstellung, oder ist dann der Kauf ein ganz anderes mit den Vorsätzen, die du halt dann für den Preis verlangen willst? Nee, du kannst exakt das Bild haben, müsstest dann aber warten, bis die Ausstellung zu Ende ist. Die geht übrigens noch bis 19. Juni. Sag nochmal die Adresse bitte. Das ist Weihergarten 11 in Mainz, in der Mainzer Altstadt, mitten im Herzen der Mainzer Altstadt. Weihergarten 11, Und genau gegenüber gibt es auch eine schöne Innenhofkneipe, die Mainzer Kunstgalerie und die habe Innenhofkneipe, die der Marc meint, ist das Quartier Mayence. gesehen. Ja. Das hört schon mal gut an. Kann man gut essen da? Kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, weil da in den letzten Jahren immer mal wieder der Inhaber Okay, das gewechselt ist hat. schlecht. Ja. Das ist nicht gut. Muss so ein Nee, nee, alter. nee, ist eigentlich schon so eine alteingesessene, sehr beliebte Location. Ich glaube auch, dass das auch jetzt wieder sehr gut läuft. Absolut, ja. Also egal, ob man jetzt gerade durch Mainz gefahren ist, also es lebt wieder so ein bisschen die Welt, ja. Und ich habe auch für morgen Abend schon einen Termin mit meiner Mama gemacht, die mal zum Griechen will. Ne? Da muss man auch machen, ne? Ja, Das gehört klar. dazu. Aber das ist halt so, dass das Schöne dran, dass jetzt auch jetzt das Wetter wieder so nachkommt und die Leute gehen raus und kommen vielleicht auch in die Galerien. Also macht mal eine Reise hier runter nach Mainz. Gibt ja noch mehr zu sehen, aber diese Galerie sollte man auf jeden Fall nochmal sich anschauen, weil die Bilder sind wirklich sehr, sehr, sehr sehenswert. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zu deiner Frage. Wenn du es jetzt aber eilig hast und sagst, nee, ich kann nicht bis 19. Juni warten oder danach, dann würde ich dir tatsächlich auch auf dem zunächst mal, wenn du nichts anderes magst oder sagst, das Bild exakt auf so ein Papier, wie es jetzt hier dargestellt, präsentiert ist,
auch nochmal produzieren lassen. Ja, okay. Meine Bilder sind limitiert. Ich mache Motivlimitierung. Also Motivlimitierung heißt, dieses Motiv wird es in einer als großformatiges Bild. Großformatig beginnt bei mir mit einer Kantenlänge größer 30 cm. Nur 25 Mal geben. Okay. Es gibt ein paar aus der Vergangenheit, da ist die Stückzahl ein bisschen größer. Ich habe mal mit 100 angefangen, weiß auch nicht, da war ich irgendwie irgendwo abgehoben, dachte ich, verkaufe bestimmt 100 Bilder von einem Motiv. Dann habe ich auf 50 reduziert und bin mittlerweile, mal abgesehen von meiner Mainz im Quadrat-Serie, da mache ich weiterhin 50, bin bei 25. Das ist, glaube ich, eine vernünftige Größe und ich habe mich auf eine Motivlimitierung festgelegt. Warum Motivlimitierung? Es gibt durchaus Fotografen, die machen das Motiv in der Ausführung A, also als Print im Format 50 oder 50-75, kostet es so viel, nee, gibt es so viel Stücke und unter Acrylglas in dem Format gibt es dann nochmal so viel und das ist dann für mich so ein bisschen die Schummellösung, warum das Bild dann plötzlich doch nochmal verfügbar ist. Okay. Weil das dann eine andere Ausführung oder ein anderes Format ist. Und ich sage, es gibt dieses Motiv halt in Großformat nur 25 Mal Ja, fertig. sehr gut. Auf jeden Fall finde ich gut. Die Bücher, die mir vorhin angesprochen hat, das war ja erst dann, du hast gesagt, du hast dann so ein bisschen Blut geleckt so an der ersten Ausstellung und fand es toll, das so zu sehen. Wann kam dann so das Thema Buch bei dir rein? Auch Oder das kam sogar erst so die letzten ein, zwei, drei Jahre, wo ich gedacht habe, ich könnte auch mal ein Buch auflegen und mal versuchen, wie sich das verkauft. Und das hatte ich ja dann letztes Jahr tatsächlich das erste Mal gemacht, so im Prinzip mit Highlights aus den letzten 10 Jahren unter dem Namen Big City Life. Ist auch ein. Gibt's ein Lied? Genau da ist im Prinzip war dann irgendwie so, Ja. was ist eigentlich ist das ja alles Stadtleben, was du da zeigst. Und dann Ja. kam das von Matterfix, glaube ich, Big City Life. Ja, genau. Und so ein bisschen über die Schiene kam ich dann auch auf den Titel. Okay. Und das ist ein Buch auch nur im DIN A5-Format. Und es sind auch keine 30 Bilder drin. Ich glaube, 27 sind es, wenn ich mich richtig erinnere. Also wirklich ein kleines, aber feines Büchlein. Ja, okay. Mit Prolog und so und irgendwie. Mit Vorwort von der Andrea Ja. Diener Ah, okay. und nummeriert und signiert. Und da gibt es noch einige, aber nicht mehr allzu viele Exemplare, wenn ich so richtig überlege. Und von dieses Jahr, das andersrum nochmal. Stotterung und Gestammele hier. Kein Problem, so live, alles live hier. Von dem Big City Life, das ist wirklich die Bilder der letzten 10 Jahre aus verschiedenen Städten und so entstanden. Und dann, nachdem das letztes Jahr eigentlich ganz gut ankam, habe ich dieses Jahr gedacht, ach, du könntest eigentlich auch nochmal ein neues Buch machen. Und habe jetzt gerade ein neues Buch am Start unter dem Titel ISO 2020. Das Format ist etwas gewachsen. Es ist jetzt Okay. 21 mal 21. Also vorher DIN A5 hat Ja. ja 21 die lange Kantenlänge. Okay. Und ist auch dicker geworden und witzigerweise enthält dieses Buch nur Bilder aus dem Rhein-Main-Gebiet und nur Bilder aus dem letzten Jahr, abgesehen von zwei Bildern, die einfach so zum Intro mit dazu mussten, das Ja. Titelbild und ein anderes. Aber alle anderen sind im letzten Jahr entstanden und eben nur im Rhein-Main-Gebiet, weil ich letztes Jahr gar nicht die Möglichkeit hatte, größer irgendwo unterwegs zu sein. Okay. Und davon gibt es noch einige mehr als von dem Okay. Big City Life. Okay. Also ein Buch zu erstellen. Ich habe mal eine Dokumentation gesehen von einem Künstler aus Spanien, glaube ich, war es gewesen. Der hatte dann Kontakt aufgenommen mit einem deutschen Buchverlag und sowas. Und die haben dann
sich getroffen und sind dann so die Bilder durchgegangen, die er schon seit Ewigkeiten dann gemacht hat. Das war schon ein krasser Prozess gewesen. Also bis dann das Papier und dann der Umschlag und. Hast du dir auch dann so die Mühe da gemacht oder hast du eher dann so CW-Buch oder sowas in der Art? Aber also CW ist es nicht, aber nee. Es ist auch jetzt nicht so das High-End-Buch, weil... Ja, oder Saaltechnik? Saaldigital. Ist genau. Es auch nicht. Nee, okay. Es ist tatsächlich von einer Druckerei. Ja. Es sind beide jetzt im Digitaldruck entstanden. Ja. Allerdings ist es tatsächlich so, ich hatte zum Beispiel Wert drauf gelegt, dass es eine Fadenheftung hat, dass es kein geklebtes Buch ist. Cool. Dass es ein Hardcover hat. Und so Gedanken musste ich dann halt schon machen. Ja, klar, logisch. Oder mache ich mir halt auch. Aber es ist natürlich auch so ein Faktor Wirtschaftlichkeit und kann ich das Buch denn, wenn ich es dann so High-End irgendwo produzieren lasse von den wirklich einschlägigen Verlagen. Ist ja nicht so, dass der Verlag dir Geld gibt, sondern du musst ja eher dem Verlag Geld geben, dass er dein Buch druckt. Ja, absolut, ja. Und je hochwertiger oder ausgefallener die Ausstattung ist, desto teurer werden die Produktionskosten. Auch die Abnahmemenge wahrscheinlich auch dann. Ja, ne? Das kommt dann auch dazu. Und ich mache ja nur kleine Auflagen. Ich mache das auch im Eigenverlag. Angefangen, da bei mir die Farbe Orange immer sich wieder überall zeigt, du kannst rein theoretisch eine Fadenheftung auch mit orangefarbenen Faden haben. Okay. Ja, das ist aber da wieder ein Euro mehr in der Produktion und dort wieder mehr. Ja, okay. Es kostet halt alles irgendwo Geld. Naja, ist doch nur eine Farbe, wo ist das Problem? Naja. Also was ich mir gegönnt habe, ist tatsächlich auch dickes Papier wieder. Ich habe 200 Gramm Papier bei schön, beiden Büchern. Und das ist einfach haptisch nochmal schön, die Fadenheftung und ein Hardcover, das sind so die Komponenten. Und ich habe jetzt dieses Mal auch eine Druckerei, wo ich auch eine Ansprechpartnerin habe, die A reagiert, mit der ich kommunizieren kann, deren Namen ich kenne und nicht irgendwie so eine, was weiß ich, sag jetzt mal, es gibt ja so Druckereien wie... Das ist so eine Servicenummer halt, ne? Das ja, ich nenne jetzt gar keine Namen besser, wo man halt irgendwelche Flyer drucken kann auch immer, Postkarten. Ich merke das bei meinen Bildern zum Beispiel. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, Picta in Flörsheim ist ein kleiner, aber feiner Laden, die unter anderem auch für die Leica Gallery in Frankfurt drucken. Also wenn in Frankfurt... Ausstellungen sind in der Leica Gallery, hat meistens der Carsten Riffel von Picta die Finger im Spiel. Guck mal an. Und machen echt gute Arbeit und das sind dann so Kleinigkeiten. Ich habe dann an so einem Acrylglasbild irgendwie bist du dann doch mal ein bisschen unvorsichtig und hast du die Ecke abgestoßen, dann hast eine Macke dran. Kenn ich. Ja, und was machst du dann? Denkst du eigentlich, kannst du in die Tonne kicken? Nee, musst du nicht. Wenn du es beim Richtigen hast produzieren lassen, dann gehst du mit dem Bild dorthin, sagst, nee, kannst mal gucken. Mhm. Ja, da schneiden wir dir einen halben Zentimeter ab und dann ist es wieder nutzbar. Ja, klasse. Perfekt. Und das ist halt ein Service, den kriegst du nur dort, wo du auch regelmäßig hingehst und mit den Menschen sprechen kannst. Ja, klar. Was ist denn mit dem Thema Instagram? Das muss immer angesprochen werden, das ist doch klar. Also wie bist du da gestartet und welchen Benefit oder welche Vorteile bringt dir Instagram? Ja, das messbar ist immer so eine Sache. Das ist ja bei allen Marketingmaßnahmen. Ich sehe Marketing schon ein bisschen oder Instagram schon als Marketingplattform für mich, als Werbeplattform. Kostet nichts. Ja, und es ist immer ein bisschen schwierig, das zu messen. Aber es ist tatsächlich so, dass irgendwann mal jemand gesagt hat, hey, Instagram musst du machen, das geht gar nicht anders, da kriegst du viel schneller irgendwelche Follower und es war auch noch zu einer Zeit, wo dann ein bisschen was ging oder mehr ging als auf anderen Plattformen. Aber ich würde gar nicht unbedingt sagen, Instagram, Social Media generell ist eben sowas. Wenn ohne die Social Media wäre ich heute nicht da, wo ich heute bin. Muss man fairerweise sagen. Ne? Ja, ist einfach so. Wir würden heute nicht hier sitzen ohne ist so. Instagram. Ist so. Und das ist einfach so ein Punkt, wo ich sage, gehört mit dazu, macht ja auch ein Stück weit auch Spaß und manchmal weniger, manchmal mehr, aber trotzdem ist es halt heute ein Thema, das einfach dann mit dazugehört und eine Marketingplattform zu haben, wo man kein Geld dafür bezahlt, nur einfach dann Zeit investiert und
Würdest du sagen, was ist denn so die stärkste Community so in dem Bereich von der Streetfotografie? Gibt es da so gewisse, die man folgt, oder gibt es hier für dich auch irgendwie so einen Künstler jetzt, wie schon genannt, die gute Frau mit ihrer Rolleiflex, jetzt muss man gerade auf den Sprung gehen, ich habe den Namen gerade wieder verloren, die Vivian Meyer, genau. Gibt es dann so Künstler, die man auch so versucht dann irgendwie so nachzumachen, also nicht zu kopieren, aber irgendwie dann so einen Stil zu finden, oder hast du für dich einen Stil gefunden in den 10 Jahren als Beispiel, in den letzten, oder hast du dich da verändert? Ja, ich würde schon sagen, dass ich meinen Stil gefunden habe in meinen Bildern. Ich meine, wenn du durch die Ausstellung gehst, würde ich das schon behaupten. Klar ist es so, dass du immer wieder irgendwelche Fotografen siehst, also mir geht es so, dass ich immer wieder irgendwelche Fotografen sehe, wo ich sage, oh, das finde ich cool. Mhm. Das Nachmachen ist dann immer so eine Geschichte, will man das überhaupt? Ja. Es gibt ja gewisse Locations, die kann man, da kommst du nicht drum herum, also sei es in London, in Paris, in Frankfurt oder, dass dann irgendwelche Sachen, die sind ja da. Und da weiß man, oh, das hat so eine besondere Tiefe oder gewisse Schatten und ja, das ist live hier. Macht er das Tor zu? Ja, anscheinend. Ja. Komme ich da noch raus? Egal. Okay, kriegen wir. Wir sprechen hier alles auf. Nö, zur Not. Genau. Ja, aber ist dann so diese Richtung, also dass man so gewisse Fotografen so als Vorbild sieht, wie bei der Fashion- oder People-Fotografie ja Peter Müller, beziehungsweise jetzt ist es ja der Peter Lindberg, den ich sagen wollte. Ich meine eben gerade Peter Müller. Ja, genau, ich habe gerade, wie kommt doch Peter Müller, verstehe ich ja gar nicht. Aber ich meine Peter Lindberg natürlich. Ist das so, den ja viele immer so, oh, das ist so diese Schwarz-Weiß-Fotografie, die muss so sein. Ja, ich meine, Vincent Peters ist ja genauso, ja, der so die Richtung geht irgendwie, aber ist in der Street-Fotografie gibt es ja auch so. In der Street-Fotografie sind es meiner Meinung nach eher so die Alten. Ob das ein Elliot Erwitt ist, ja, ob genau. Das der Henri Cartier-Bresson war, Vivian Meyer, das sind schon eher so die Alten, Kertész, die ich da nennen würde in der aktuellen Welt. Ja, es gibt immer wieder Top-Fotografen, die auch immer wieder irgendwo auftauchen. Mhm. Aber ich würde jetzt gezielt nicht sagen, dass ich da jemanden... So, wie Alan Schaller oder so, ja, der so, ja, mal so einen Hype hatte. Alan Schaller ist schon auch einer, den kann man gut finden. Ich finde ihn auch gut. Ich kann aber noch nicht mal sagen, dass ich, nachdem ich die Ausstellung in der Leica Gallery gesehen habe, bin ich sogar ein bisschen enttäuscht gewesen, weil mir die Bilder dann doch zu verfremdet wirken. Mhm. Ob wirklich verfremdet ist, weiß ich gar nicht, kann ich gar nicht sagen. Aber es sind die sind doch sehr stark, sehr kontrastreich und gehen sehr stark in den dunklen Bereichen, wo man gar nichts mehr sieht, keine Zeichnung mehr drin ist. Und ich mir schon fast nicht vorstellen kann, dass da nicht noch nachbelichtet ist. Ordentlich. Ja, ganz genau. Aber da muss ich jetzt mal ich habe ja schon ein paar Lobe ausgesprochen, aber jetzt muss ich dann nochmal so ein Lob dahin geben. Ich habe schon einige Ausstellungen gesehen in der Leica Galerie. Ist immer eine schöne Sache, mag ich sehr. Und habe auch einige Fotografen da gesehen, die Street-Fotografie gemacht haben, die da Sachen fotografiert haben, die so weit weg sind von dem, was du machst, von der Perspektive, von der Kunst, die dahinter steckt, von der Leidenschaft, wo ich wirklich diese Bilder gesehen habe und habe dann so gedacht, so, ja, was ist da jetzt bitte toll an diesem Bild? Also das machst du so mit dem Handy mal auf die Schnelle. So. Also wir haben wirklich Bilder, die habe ich nicht begriffen, warum jetzt da irgendwie so ein Hype gemacht worden ist. Jetzt hat er vielleicht mal ein Bild, was dann irgendwie dann besonders gut war und es ging durch die Welt und keine Ahnung und hat dann die richtige Presse gehabt und. Aber dann, wenn ich das andere drumherum sehe und denke so, ich kann es nicht nachvollziehen, warum jetzt da jetzt der Fotograf jetzt so ein Überflieger ist. Und wenn ich jetzt mir das jetzt hier angucke, liebe Leute, kommt nach Mainz, guckt euch selbst an. Ich schwöre es euch. Ich schwöre. Das ist wirklich, da stimmt das alles auch. Ja, da ist da, Tiefe, das Schwarz-Weiß, das Schatten, der Schnitt und sowas, ja, das ist alles wirklich ganz, ganz toll. Und das, was als Auge einen wirklich so befriedigt, so oh, ich habe was Tolles gesehen. Und bei anderen denke ich so, ah, was ist das überhaupt? Ich kann damit nichts anfangen, das ist doch nichts Besonderes, ja.
Weißt du, was ich meine? Ja, danke, Marc. Freut mich wirklich sehr. Wirklich? Aber ich weiß, was du meinst. Und ich habe witzigerweise bei der Leica Gallery, weil da gab es einen amerikanischen Street-Fotografen, soll ich den Namen jetzt nennen? Ja. Es war das ist eine Geschmackssache. Semetko. Ja. Craig Semetko. Da war ich auch sogar auf dem Workshop gewesen, weil ich gedacht habe, ach, mal so ein Leica-Street-Fotograf, da gönnst du dir immer noch mal einen Workshop, weil ich war in letzter Zeit immer mal wieder bei Workshops, einfach auch, weil ich mal sehen wollte, was machen andere anders. Ja, und Netzwerk und so, ja. Irgendwas nimmst du immer mit von so einem Workshop. Auf jeden Fall. Und was ich bei Craig Semetko mitgenommen habe, ist, hau auf die Kacke, mach ein gutes Marketing. Ja, genau. Aber, danke. Aber ansonsten nicht wirklich viel. Ja. Ja, genau. Aber das ist ja auch das Thema Instagram. Also wenn man da jetzt sagt, okay, wie komme ich dann an Schlagzahlen, wie komme ich dann an mehr Leute und sowas, ja, und wie viel investiere ich dann, um auf die Kacke zu hauen, um einfach dann nur in der Außendarstellung einfach dann die Followers zu haben, weil dann, du hast viele Followers, heißt, du bist ein guter Fotograf. Ja. Ist ja so, aber ist ja gar nicht so eigentlich. Nee, nicht zwingend. Nee. Genau, und das ist da ja genauso. Du musst halt einfach nur die Kontakte haben, du musst die Presse dahinter irgendwie haben und dann am besten noch irgendeinem fotografiert haben, der noch einen Namen hat, der in Hollywood oder sonst irgendwo, dann bist du ganz weit vorne. Da kannst du, muss ich mal so sagen, auch ein Peter Müller, der kann auch dann einfach eine Palme fotografieren im Schatten oder nur den Schatten der Palme. Du und ist okay. Meinst jetzt immer noch den Peter Lindberg, oder? Ach, verdammt, was ist denn los mit meinem Freund heute? Ja, aber das ist ein schönes Beispiel. In Deutschland streitet man immer gerne, ist das jetzt Street-Fotografie oder ist es nicht Street-Fotografie? Ja. Und es gibt einen Londoner oder zumindest einen englischen Street-Fotografen, Matt Stewart. Matt Stewart ist relativ bekannt. Und von Matt Stewart gibt es ein Bild von einem Blatt, was auf dem Asphalt liegt. Das Bild hat, glaube ich, ich weiß nicht, ob es den Titel hat oder ob viele es nur nennen, Smiling Leaf. Ja, kenne ich. Ja, klar. Das Smiling Leaf ist ein Bild, was man bei keinem anderen Fotografen wahrscheinlich unter das Genre Street-Fotografie subsumieren würde. Ja. Im Kontext Matt Stewart funktioniert das auf jeden Fall. Also Street-Fotografie muss auch nicht zwangsläufig Menschen auf dem Bild haben, nicht zwangsläufig. Man sollte die Abwesenheit der Menschen in irgendeiner Form spüren. Aber ich bin mir sicher, wenn Lieschen Müller dieses Blatt als Streetfoto gepostet hätte, bevor es durch Matt Stewart sowas bekannt wurde, hätte jeder gesagt, sag mal, bist du bekloppt, was willst du mit deinem Blümchenbild? Ja, ganz genau. Oder es wäre vorher schon aussortiert worden, aber was will ich mit dem Blatt auf dem Asphalt? Ja, also was ist das dann? Ja. Aber genau das ist es halt, ja. Also manchmal ist auch das Stück weit Glück dahinter, ja, und der Name, der da dahinter steht, weil er vorher schon das gemacht hat, dann ist es auf jeden Fall super. Also insofern bin ich bei dir, ja, wenn Peter Müller namens Lindberg Landschaft fotografiert. Aber ich hört er das nicht. Das ist kann er ja nicht mehr. Nee, aber der Peter Müller. Also wenn der Peter Lindberg Landschaft fotografieren würde, würde man das hypen. Ja. Ich habe ja hier ein Bild auch von dieser Fassade Montparnasse, was ich auch auf meiner Homepage, glaube ich, eine Hommage an Andreas Gursky noch dran stehen habe. Gursky hat ein Bild, das, glaube ich, eines der am teuersten versteigerten Bilder in der Welt überhaupt. Rhein 2 zeigt den Rhein. Guter alter Vater Rhein. Yeah, okay. Einfach eigentlich nur sehr clean, sehr Linien, also nichts Besonderes drauf. Ich weiß nicht, ob dieses Bild ohne den dahinterstehenden Namen jemals zu solchen horrenden Preisen versteigert worden wäre. Ich war auf einer Gursky-Ausstellung in Düsseldorf. Mhm. Da hing ein Bild von einem Teppichboden. Also ich sage jetzt mal ganz Blattschlingwar oder was auch immer. Ganz platt. Es war wirklich irgendwie ein einfarbiger Teppichboden oder vielleicht war noch irgendwie Pepita, so ein bisschen Muster drin. Ja. Nichts Dolles. Ganz ehrlich, meine Vermutung, das war eine Fehlauslösung von der Kamera und der Gursky hat gesagt, jetzt gucken wir mal, wie die Leute reagieren. Ja, kann sein, ja. Ja, du hast recht, ja. Also da heißt es wieder dann, einfach machen, komm, egal. Und manchmal ist einfach dann, wenn dann scheiße mit Schwung.
Also ist meine Vermutung, wenn er das jetzt hören sollte, wird er mich wahrscheinlich verfluchen, wird mich verklagen. Ach. Aber es ist meine persönliche Einschätzung, meine persönliche Wahrnehmung, als ich das Bild gesehen habe. Ja. Eben will er uns veräppeln. Geil. Ja, aber das ist auf jeden Fall, hast du dann bei dir auch so eine Änderung gemerkt, als jetzt so dieses, also bei dir finde ich die Street-Fotografie so richtig so innig war und jetzt in den letzten Jahren hast du dich da irgendwie nochmal, kann man sich da weiterentwickeln? Ach, ich denke schon, also das perfekte Bild oder was ist das perfekte Bild? Du jagst immer wieder nochmal einem weiteren perfekten Bild hinterher. Ja, und ich habe jetzt gerade am Wochenende zu meiner Frau gesagt, ich muss das ja irgendwo nochmal hin. Ich brauche ja nochmal Nachschub. Ich will ja nicht jetzt jahrelang. Also schon mal so über den Zaun schon mal so gewunken so. Das heißt, du willst nochmal alleine irgendwie dann eine kleine Reise machen? Ja, ja, nee, das ist, da muss ich nicht groß winken, das ist schon klar, es gehört zu meinem Job mit dazu und das ist bei uns auch keine Diskussion, es ist eher so, dass meine Frau mich mehr schickt, als ich unterwegs sein will. Gute Frau. Aber natürlich jetzt zu Corona-Zeiten auch eher ein bisschen mit Vorsicht alles, worauf wollte ich jetzt eben hin? Auf das perfekte Bild nachher. Ach so, ja, also das irgendwo suche ich natürlich immer noch nach coolen Locations und coolen Bildern. Und was wäre noch so eine coole Stadt, wo du mal hin willst, wo du noch nicht warst? So wie Tokio oder so? Nee, oder Shanghai? Wirklich witzigerweise so diese asiatischen Länder mache ich mich so gar nicht an. Ich bin das ist ja interessant. Ich bin da eher so bei den Rotterdam fände ich mal interessant. Ja, war schon super geil. Ich war auch rein zur Street-Fotografie noch nicht in München, also muss teilweise gar nicht so weit sein. Wobei München habe ich gemacht, aber weißt du, da sind gewisse Gebäude halt, die nicht dann so passen, wenn die so einen gewissen, also es kommt auch an, was man halt machen will, klar. Ja, logisch, klar. Ja. Aber es gibt halt so diese Formen, also für mich ist immer so irgendwie so die Street-Fotografie-Welt London, Frankfurt natürlich auch, und New York, klar. Und die anderen Sachen, wenn es dann so Richtung an die Westküste geht, ja, dann, also von den USA, dann ist es für mich gleich wieder so 70er Jahre Fashion, hier die Muscle Cars und die Mädels da im Bikini und sowas, ja. Das ist so, man weiß nicht, man hat da irgendwie so, das Gefühl ist dann irgendwie anders, ja. Und ich sehe irgendwie sowas halt nicht mit Golden State irgendwie, wo dann Sonne und Meer und dann irgendwie so Street, dann klar, das ist vielleicht dann die auf den Rollerskates oder beziehungsweise da irgendwie dann durch die Hype da rumfliegen und das sind andere Bilder halt dann schon wieder, ja, aber trotzdem, Licht und Schatten, glaube ich, macht da schon eine Rolle und auch dann Gebäude halt, ne? Industriestyle und sowas, ja. Ja, definitiv, also es ist also bei mir schon moderne Architektur, die hast du tatsächlich in Rotterdam wohl relativ viel, Amsterdam ist, glaube ich, auch noch interessant. Ja. Also so eher solche Länder. London war ich zwar schon, aber es sind so Städte, da kannst du auch mehrfach hinfahren. Ja. Paris? Paris war ich auch schon zweimal, aber ist auf jeden Fall auch. Barcelona und so würde auch gehen. Lissabon ist Lissabon großartig. Auch super. Ein bisschen San Francisco, ein bisschen Brasilien. Porto oder dann, was ist das im Süden Spaniens? Ja, ich weiß es, Sevilla? Sevilla, ja. Genau, ja, da würden wir auch schon lecker essen gehen, gell? Lecker essen kannst du überall. Ja, absolut, ja, das genau. Mache ich auch sehr gern. Ja, ich habe hier noch was stehen, für mich irgendwie so Thema Stativ. Ist das ein Thema? Also ich habe mir nur vorgestellt, als du das Bild gemacht hast da in Stuttgart, dass du ja so lange warten musstest, eine Stunde, und dass du dir sagst, okay, irgendwann habe ich dann so ein kleines Stativ mit dabei. Ich stelle alles ein, ich warte eigentlich nur am besten hier mit dem iPhone, Fernauslöser, bis dann diese Frau da lang geht. Das einzigste Stativ, das ich in der Straßenfotografie benutze, ist mal der Fußboden oder, wenn es gerade irgendwo passt, vielleicht auch mal der Zigarettenautomat oder so irgendwas in der Richtung. Okay, alles klar. Aber Street-Fotografie ist viel mit Stativ, irgendwie kneift das. Okay. Wobei es theoretisch auch geht, klar, könntest auch, es gab sogar mal so ein Video mit Tipps vom Thomas Leuthardt, der vor einigen Jahren ja sehr aktiv war, den ich auch persönlich kenne und der mit Sicherheit auch so mit ein Motivator auf meiner ganzen Schiene war. Okay. Und da hat er für Coop, glaube ich, in der Schweiz so Street-Fotografie-Tipps aufgezeigt.
unter anderem auch eine Geschichte, naja, Stativ aufstellen und dann eben warten und mit dem Handy auslösen. Das gab es tatsächlich bei ihm da auch mal mit dabei. Wobei ich mir 100% sicher bin, dass er das so nie praktiziert hat. Okay. Aber so eine Idee dahingehend, ne? Dass der machst den Fokus, machst den manuellen Fokus rein, weißt ganz genau, da ist es scharf und ich stelle das dahin und warte mal und dann irgendwann drücke ich drauf. Klar, ne? Grundsätzlich würde sich das bei dem einen oder anderen meiner Bilder auch angeboten haben. Also gerade das Stuttgart-Bild, wo ich dann eine Stunde dann stimmt die, da ist einer und dann hast du doch nicht genau den Ausschnitt, den du eigentlich vorgestellt hast. Logisch, passiert auch, ist mir auch schon passiert, da habe ich gesagt, oh shit, jetzt hast du doch die Kamera schief. Ja. Ich habe mal auch irgendeinen gesehen, der hatte, das war so ein, ich glaube, ein YouTube irgendwie auch in der Street-Fotografie gewesen, Namen vergessen, keine Ahnung. Es war nicht Peter Müller und nicht Peter Lindberg. Aber es war im Prinzip, einer, der hat es dann so toll gemacht, der hatte dann, da stand so ein Typ mit seiner Zigarette und der stand so an so einer Mauer und dann hast du, glaube ich, hin so einen Hafen oder sowas gesehen, bin ich der Meinung, irgend sowas war da. Und der ist aber dann hin und hat dann diese qualmende Zigarette so im Prinzip in den vorderen Bereich links reingenommen und dann einfach die Szenerie halb, dass wie er da steht und dann so denn das was da hinten dran kommt und das war so toll irgendwie gemacht, ja, und das war, und denke ich, oh, da hast du es gesehen, hast dann direkt, dann hat es so in den Finger schon gejuckt, denkst du, oh, jetzt würde ich gerne auch rausgehen und sowas probieren, irgendwie wie sowas rüberkommt, ja, und oftmals habe ich dann auch selbst dann so diese, wie soll ich sagen, also jetzt will ich raus, ein bisschen Architektur fotografieren in Frankfurt und sowas, ein bisschen Street und sowas, ja, und dann gibt es halt manchmal wirklich dann Sachen, die am Wegstand da passieren. Also da steht einer wirklich alleine dann am Bahnsteig und guckt dann ins Handy rein. Und du kommst da von der Townsanlage, guckst du runter, und da gibt es noch dann diese großen Säulen, die so hochgehen, ja, wie so UFOs irgendwie, was toll ausschaut. Und dann bist man so richtig glücklich, wenn man dann, oh, du hast dieses Bild gemacht mit dieser einzelnen Person da. Ja. Oder ein Typ, der seinen Hund zerrt und der Hund will aber nicht, ja. Und der ist auf dem Platz von der alten BFG, glaube ich, Bank war das gewesen. Das war so ein freier Platz und der war ganz alleine da. Und dann bist du so richtig so voll happy, ja. Und den kann ich so verstehen. Und das ist halt für mich immer egal, ob es jetzt ein Bild ist, wo ich ein Porträt gemacht habe oder was mit Fashion gemacht habe oder was mit Street gemacht habe oder einfach ein, keine Ahnung, Sonnenuntergang oder so. Das ist dann das Bild, wenn mich das so begeistert, und das ist das Schöne an der Fotografie halt. Ja. Deswegen grenze ich mich nicht ein, sondern ich mache alles, sei es ein Auto, und jetzt am kommenden Donnerstag freue ich mich schon auf meine nächste Session, die ich machen darf oder mitgestalten darf. Aber eine Sache noch, vielleicht zum Schluss. Sag mir nochmal deine Homepage, wie die genau heißt, damit man darauf zugreifen kann. Das ist querformat-fotografie.de, Fotografie deutsch geschrieben, querformat-fotografie.de. Perfekt. Und jetzt will ich nochmal eins wissen. Meins im Quadrat, diese Idee, die dir da gekommen ist. Also ich habe sie ja jetzt oben gesehen und das hatte immer was mit Quadrat zu tun, in klein, in groß, in verschiedenen Kanten, so wie du es ja gerne sagst. Was ist das für eine Idee? Weil die kommt ja ziemlich gut an. Also die Mainz im Quadrat in der klassischen Version war nicht klein-groß, sondern das ist ein auf eine MDF-Platte gezogenes Foto. Mhm. Die MDF-Platte ist 12x12 cm groß, 3 cm dick, sodass man das Bild als Einzelbild auch irgendwo hinstellen kann. Okay. Das sind Mainzer Motive. Und die Idee kam mir auch mal wieder zu einer Ausstellung in Haxheim. Okay. Nachdem ich festgestellt habe, okay, in Haxheim kommen doch sehr viele Menschen, die weinselig das Weinfest besuchen, und du kriegst viel Lob für deine Bilder, aber am nächsten Tag haben die im Suff vergessen, dass sie so eine tolle Ausstellung gesehen haben, und Bilder sind dann keine verkauft. Dann hatte ich irgendwie die Idee, ich glaube im dritten Jahr war das dann, da ich gesagt habe, ich brauche irgendwie ein Produkt, was die Besucher direkt mitnehmen können. Und damals war das eine Ausstellung, glaube ich, Manhattan meets Manhattan oder sowas, also New York, Frankfurt Motive. Und da hatte ich ein paar Motive aus der Serie oder aus der Strecke auf diese MDF-Blöcke gezogen und hatte aber auch einige Mainz-Motive darauf gemacht.
und hatte das Glück. Zum einen kamen die da schon sehr gut an, sind sehr gut verkauft worden. Also auch die Idee ist aufgegangen, dass dann doch der ein oder andere da gern was mitgenommen hat. Und was das Thema mit den Mainz-Motiven anbelangt, hat eine Galeristin aus Mainz hier aus der Innenstadt mich die Bilder gesehen und gesagt, das würde ich gerne bei mir in der Galerie anbieten. Und die hat ihn auch dann ein paar Jahre lang exklusiv angeboten, bis die Galerie aus anderen Gründen schließen musste, weil es einem nicht mehr wirtschaftlich war. Und dann habe ich die Motive mittlerweile hier bei einigen Einzelhändlern in Mainz im Angebot und die verkaufen sich nach wie vor super gut. Nebenbei habe ich die dann auch mal als Kühlschrankmagnete noch angeboten oder biete sie an und habe dann irgendwann gesagt, Mensch, das könnte ja auch in größeren Formaten funktionieren. Eigentlich fast sogar über diese KKM-Geschichte, von der ich vorhin erzählt habe, von dem katholischen Klinikum, wo ich dann gesagt habe, das funktioniert ja auch in Großformaten. Ja. Und jetzt habe ich sie hier in der Ausstellung ein paar Quadratmeter Mainz hängen. Das heißt, ich habe einmal ein Tableau, auf dem 5x5 von diesen kleinen klassischen Mainz-Quadraten hängen. Das Tableau ist 1 Meter auf 1 Meter. Habe zwei Bilder da hängen, die sind 1,25 Meter auf 80 Zentimeter, also auch ein Quadratmeter. Ein weiteres, das ist dann auch wieder 1 Meter auf 1 Meter und dann vier Graffiti-Bilder, die sind für mich eigentlich eine Ausnahme, mal auf Leinwand gedruckt, die haben jeweils 50 auf 50 Zentimeter. Und diese 50 auf 50 Zentimeter sind dann ja wieder 1/4 Quadratmeter, also die vier zusammen sind auch wieder 1 Quadratmeter. Ja, okay. Und zwei weitere, die da noch hängen, die sind in einem A0-Rahmen und DIN A0 ist auch 1 Quadratmeter. Okay. Also ein paar Quadratmeter Mainz gibt es hier auch noch zu sehen, neben der ganzen Street-Fotografie. Aber so eine tolle Idee. Das heißt also, aber kannst du dann aus den vorhandenen Portfolio dann dir die Quadrate so rausschneiden, weil du jetzt irgendwas siehst, also wie das Schild Mainz, weil du aber vorher schon was anderes, wo das Schild Mainz einfach links oben in der Ecke mit drin war, oder gehst du gezielt raus und sagst du, jetzt mach ich noch ein paar Quadratmeter fotografiere ich jetzt? Nee, das war jetzt aus dem vorhandenen Portfolio. Ja, also super. Da habe ich tatsächlich die Mainz im Quadratmotive geguckt, was eignet sich dafür. Ja. Da sind auch ein paar dabei, die würde ich nicht größerformatig machen wollen, weil sie einfach nicht qualitativ nicht so gut sind. Okay, da gibt es auch dann immer auch Sammler, die dann irgendwie das dann dazu sammeln. Das ist tatsächlich so, ob das jetzt für Hochzeiten hatte ich schon, dass Hochzeitspaare sich das gewünscht haben und dann habe ich im Prinzip mir meinen Flyer und kreuze aus, was schon weg ist. Also wenn dann Freunde kommen und sagen, wir würden gern für das Brautpaar ein paar von den Mainz-Quadraten kaufen. Mhm. Und dann kann ich genau sagen, die Motive sind schon weg, fast wie so ein Hochzeitstisch. Oder es gibt auch Käufer, die sagen, ach, ich verschenke jetzt eins, und dann weiß ich auch, was ich nächstes Jahr schenken kann, weil ich dann einfach ein anderes Motiv nehme und. Also wenn du jetzt durch Mainz gehst, dann erkennt man dich? Meinst du, dass du... Ob man mich persönlich kennt, kann ich nicht so hundertprozentig sagen. Der eine oder andere schon. Ja. Aber man kennt die Mainzer Quadrat. Das auf jeden Fall. Das ist ja toll. Also Ehre. Super. Also hast du schon mal ein ganz tolles Ziel erreicht. Gibt es dann in Zukunft irgendein neues Projekt, ein Ziel, was du dir irgendwie noch umsetzen möchtest, um einfach das Ganze... am Leben zu halten mit neuen Themen und irgendeinen Dinger, die du noch nicht gemacht hast? Ja, ich hab so ein paar im Kopf, aber die sind noch nicht so spruchreif, als dass ich jetzt darüber schon reden könnte. Okay, ja. Achim, ich bin irgendwie durch, Marc, mit meinen Themen, die ich so von dir hören wollte. Und du hast das ganz toll erzählt. Du hast einen großen Anteil am Sprechen gehabt und das ist auch gut so. Weil wir wollen ja nicht was von mir hören, wir wollen ja was von dir hören. Und ich fand es sehr, sehr, sehr angenehm. Und ich freue mich schon, wenn das alle dann jetzt bald am Sonntag zu hören bekommen. Ja, Marc, freut mich auch. Hat auch echt Spaß gemacht. Das war echt eine lockere Gesprächsatmosphäre. Ja. Danke dir dafür. Das ist meines Erachtens auch nicht selbstverständlich. Hab mich gleich wohlgefühlt. Das ist, glaube ich, der wichtigste Faktor. Ja. Genau. Dann, liebe Leute, wünschen wir euch noch einen schönen 6. Juni. Genießt die Zeit und es wird immer alles immer schöner, immer besser. Und wie gesagt, denkt daran, wenn ihr Zeit habt, kommt nach Mainz, kommt hier in die Galerie, guckt euch das an. Ich kann es euch nur empfehlen.
gerade für die, die auch dann street-affin sind, ist das auf jeden Fall so eine Sache, das motiviert. Und hier gibt es einige Beispiele, was man so machen kann, und das sind perfekte Beispiele, um sowas mitzusetzen. Und die Galerie ist an den nächsten beiden Samstagen jeweils nochmal geöffnet, also am 12. und am 19. Juni jeweils von 11 bis 16 Uhr, und ich werde auch persönlich da sein. Ja, kriegt ihr noch ein Autogramm noch dazu, wenn wir hier ein Bild noch einwirft, ne? Also, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Habt, wie gesagt, noch einen schönen Sonntag, und bis bald bei Auditive Augenblicke. Dann kommt die Folge 49. Macht's gut. Tschüss.